Servus und herzlich willkommen wieder mal zu einem kleinen Podcast. Wir machen heute so ein kleines Halloween-Spezial. Ja, es ist auch, glaube ich, der passende Tag dafür. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es extrem stürmisch, windig. Es liegt viel Blatt und Laubzeug draußen bei mir rum und es regnet die ganze Zeit. Also es ist so ein typischer Tag eigentlich zu Hause auf der Couch zu lümmeln. Ich habe auch den ganzen Tag geschlafen. Ja, also von daher glaube ich eigentlich ganz schön, so ein bisschen über Horror und dergleichen zu reden und über Filme. Ich grüße an der Stelle mal wieder den Simon und den Sascha. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Servus. Freut mich, dass ihr beide dabei seid. Ja, und wir haben gedacht, eben, wir haben ja schon öfters jetzt auch über so Horrorspiele gesprochen. Vor allem The Evil Within ist in letzter Zeit öfters gefallen. Dead Space haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie angerissen. Und wir haben gesagt, wir sprechen auch so ein bisschen über so Serien und Filme, was noch so in der Halloween-Zeit irgendwie schön zum Gucken ist. Und ja, Sascha hat eine schöne Liste vorbereitet schon mal. So was ist rund um seine Top 20, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ja. An Horrorspielen dreht. Ich glaube, damit würde ich einfach mal starten, dass so ein bisschen vom Thema Spiele vielleicht dann irgendwie so zu Serien kommen. Aktuell ganz interessant natürlich, also für mich persönlich, Stranger Things. Ich weiß nicht, ob ihr das guckt. Oh, die zweite Staffel habe ich jetzt angefangen zu gucken. Ich auch. Ich habe gestern die erste Folge geguckt. Ja, ich bin bei Folge 3 jetzt schon. Ja, ich werde heute auf jeden Fall noch 2, 3 Folgen. Also ich muss sagen, die erste Staffel habe ich angefangen und habe es in 2 Tagen durchgeguckt. Also ich meine, es sind auch nur 10 Folgen. Also es sind halt 10 Stunden so, aber halt, ich mache 3 Tage, 5 Stunden jeweils. Also war schon ganz cool. Also es hat halt extrem gefesselt für mich. Ja, definitiv. Auch diese 80er-Jahre-Soundtrack und der ganze ja, Teil. Ich liebe das ja. Das so mir ist es noch nie so. Mir ist es erst echt bewusst geworden, wo ich diese Playlist da mir runtergeladen habe. Diese Synthwave. Elektro, nee, Retro-Elektro, wie heißt das genau? Synthwave und Retro-Elektro oder sowas nennt sich die Playlist. Und da habe ich erstmal auch gemerkt, wie viele Sachen, weil da stand es in der Beschreibung, wenn du halt so auf Stranger Things, Far Cry, Blood Dragon und sowas stehst, sowas, alles so, wo ich gedacht habe, krass, stimmt, das hat mir immer alles gefallen, auch wegen der Musik. Und da habe ich gedacht, ach, das ist so ein richtig eigener Stil. So, und da habe ich gemerkt, so, das liegt mir halt voll. Also zurzeit, ich höre nur noch das im Auto. Ich bin die ganze Zeit die Playlist am Durchhören, weil da sind 1800 Lieder drin. Und ich gucke dann immer nur noch, was mir richtig gut gefällt und packe das in so eine Best-of-Liste, dass ich die runterladen kann fürs Auto dann. Also schon ganz cool. Also die Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich auch. Bin auch richtig drauf hängen geblieben wieder. Ah. Jetzt bei uns im Ort hier ist am 18. so eine Party, die nur auf diese Richtung zieht. Echt geil. Ja. Aber muss ich auch mal nachgucken. Aber am 18. kann ich dann leider nicht zur Party gehen. Okay. Naja, ich glaube, das wird es bei uns wahrscheinlich nicht. Ja, ist Familienvorfall. Okay. Ja, Sascha, dann starte doch mal mit deinen Top 20. Ich wette, Resident Evil wird auf jeden Fall drin sein. Wahrscheinlich ja, relativ weit oben. Dead Space, würde ich mal sagen. Hast du ja jetzt mal schon gesagt. Ist mir nur noch nicht alles vorweg. Nein. Wir fangen erstmal mit den Platz 20 an. Also eines der Spiele, die ich halt echt damals auch schon sehr gruselig fand und die ein richtig auch gutes Setting hatte, war Project Zero. Kennt das jemand von euch? Ist das nicht so ein japanisches Ding für Dreamcast? Genau. Hieß das nicht mal D2? Genau, das war der Arbeitstitel. Ah, genau. Das habe ich mal gesehen. Ich habe nur so ein Schneelevel oder irgendwas so. Ja, also du kannst halt durch verschiedene Räume gehen und musst halt Geisterfotografie betreiben. Ah, okay. Und dadurch, dass du dann Geisterfotografie betreibst, erhältst du dann gewisse Errungenschaften, also über die Geister, weißt du dann halt ein bisschen was. Okay. Und kannst dementsprechend dann halt auch weitere Räume erkunden, also da wird dann halt freigeschaltet und so. Das war schon ziemlich cool gemacht, hat auch ein sehr, wie soll ich sagen, klaustrophobisches Gefühl hervorgerufen, dadurch, dass du halt nur dieses Licht, diese Kamera hattest und nicht wusstest ganz genau, wo die Geister denn erscheinen. Weißt du gerade, von wem das war? Wem war das denn? Nee, ich dachte, ich hatte irgendwie. Ich glaube von Sega, aber ich bin mir nicht sicher. Achso, nee, ich dachte, das wäre irgendwie so ein typischer Designer. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also, ist auch egal, spielt keine Rolle. Es gab ja ein anderes Spiel, das jetzt nicht auf der Liste ist, glaube ich, aber das hat das ganze Thema auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen, war auch ein thailändisches Spiel, hieß Dread Out. Ein thailändisches Spiel? Mhm. Okay. Du bist auch eine junge Schülerin und bist dann quasi auch mit deiner Handykamera unterwegs und musst da Geisterfotografie betreiben. Und da gibt es ein Geisterpedia, wo quasi deine fotografierten Geister dann registriert werden. Und da gibt es alle möglichen Formen von Geistern. Und richtig cooles Design, muss man sagen, der Geister. Und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr gruselig, weil es halt
permanent dunkel ist. Okay. Die Steuerung ist teilweise ein bisschen buggy, aber das Spiel macht an sich trotzdem sehr viel Spaß. Okay. Klingt so ein bisschen, denke ich, direkt, muss direkt hier an The Ring denken, mit dem Jungen da in Teil 2, wo er da auf der Toilette da steht und die ganze Zeit fotografiert, wo sie ihm mal näher kommt. So. Ja, ja, genau. Das war geil. Project Zero, ja. Das war ein super Spiel. Warum es davon keine Fortsetzung gibt, frag mich nicht. Ja, ist wahrscheinlich, ne? Dreamcast halt nicht so erfolgreich, das Ganze. So, dann war wahrscheinlich auch nicht so günstig, das Ganze zu produzieren, könnte ich mir vorstellen. Also von daher. Ja. Sind, glaube ich, einige Titel so einige Sachen zum Opfer gefallen, schätze ich mal. Nein, das mit dem Sturz der Dreamcast war es halt echt so, dass viele Franchises damit auch den Bach runtergegangen sind, leider. Ja. Der nächste Titel, den ich auf meiner Liste habe, kennt jeder. Es ist auch ein mittlerweile sehr bekannter Publisher, ist nämlich Amnesia: The Dark Descent. Oh ja, stimmt. Ja. Es gab echt kein Spiel, wo ich mir echt so dermaßen in die Hose gemacht habe wie dort, weil du auch unter Gedächtnisverlust leistest, du weißt nicht, was los ist. Am Anfang ist es sehr gruselig und das vor allem, dass es mit deiner Psyche spielt, also du einen Geisteszustand hast, der sich immer weiter verschlechtern kann, fand ich schon sehr gut gemacht. Und auch in diesem alteren Herrenhaus, also mit diesem alten Schloss, hat mich auch so ein bisschen an Resident Evil 1 erinnert, fand ich auch sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, die Monster waren jetzt so ein bisschen lahm. Also, Ich habe das damals, mein Bruder hat mir das, glaube ich, mal geschenkt. Ich kann mich nicht so dran, ich habe es auch nicht so viel gespielt, aber du hast auch, glaube ich, keine Waffen da, ist das richtig? Also du kannst nicht irgendwie gegen irgendwie Monster kämpfen, du musst dich immer in so Schränken und so verstecken, glaube ich, ne? Ja, das hat quasi so einen Survival-Horror-Aspekt. Also du kannst dich halt nicht wehren, du bist halt einfach nur ein Typ mit einer Taschenlampe, also mit so einer alten Öllampe, sage ich mal. Du musst auch Öl finden, um deine Lampe zu betreiben. Und musste sich dann halt dementsprechend verstecken, falls Monster kommen. Das hat man auch unter anderem, wenn die da rumschlurpen und irgendwelche Türen einboxen. Genau so ein Spiel möchte ich in VR haben. Wo du dich halt aber auch irgendwie bewegen kannst vernünftig. Also halt, wo dir nicht so schlecht wird so. Aber stell dir mal vor, du bist in so... Ich kann mir das richtig vorstellen jetzt so. Weil gerade mit der Vive, du hast ja dann so einen Raum, sag ich mal, wo du dich bewegen kannst. So. Und ich stell dir mal vor, du bist wirklich in so einem Schrank drin, hast dann halt dein Dings, kannst du die Tür aufmachen, kannst du rausgucken. Das ist doch das perfekte Spiel eigentlich dafür. Richtig krasses Horrorspiel. Also. Ja, das Schöne ist, man nässt sich so oder so selbst. Also von daher, wenn was passiert. Dein Sound ist gerade ein bisschen abgehackt. Das ist mir auch aufgefallen, du warst gerade weg irgendwie. Okay. Man hört dich gerade so ein bisschen abgehackt. Technisches Belang. Wir blenden jetzt Werbung ein. Vielen Dank. Ja, das ist live, ne? Das sind so die Sprüche, die dann im Fernsehen kommen. Ja, das ist live, meine Damen und Herren. Da kann das passieren. Ja, das ist live, meine Damen und Herren. Technische Schwierigkeiten. Bleiben Sie am Ball. Das ist alles live hier auf Twitch, ne? Ich bräuchte jetzt... da merke ich gerade, was ich brauche. Ich brauche noch hier diesen Probedings-Kanal. Dieses Testbild. Testbild. Ah, Testbild, ja. Oder besser jetzt. Sag nochmal bitte. Hallo? Ja, besser. Ja, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder schlechter. Ich wechsle die immer vor, ja. Aber keine Ahnung. Okay. Ich hoffe, es bleibt dann jetzt. Ja, läuft jetzt. Okay. Testbild wieder aus. Testbild wieder. So, wir kommen zurück, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie gewartet haben. Ja, genau, Amnesia. Es gab ja davon eine Fortsetzung, A Machine for Pigs. Okay. Da war es halt so, dass du halt nicht wirklich in Konfrontation mit Monstern kamst, sage ich mal. Also es hat schon einen gewissen Aspekt gehabt, dass man halt dachte, okay, das ist irgendwas. Und die Geräusche waren halt das Ausschlaggebende, was dich halt so in diesem Wahnsinn getrieben hat. Da spielt man wiederum einen anderen Charakter. Und das ist aus dem Hause Frictional Games. Die haben dann noch ein anderes Spiel gemacht. Jetzt fällt mir dabei der Name nicht mal ein. Das war so auch in so einer Art Bioshock-Atmosphäre. Und dann unter Wasser quasi ist in so einer Station. Okay. Fand ich auch ein sehr, sehr gut gelungenes Spiel. Also spielt halt auch mehr mit diesem Aspekt, du kannst dich nicht verteidigen. Also das finde ich sowieso am interessantesten, so, weil das ist, glaube ich, echt das Beklemmste überhaupt, was du machen kannst. Nicht irgendwie so eine Welt schmeißen und dir sagen so, kannst nichts machen. Deswegen fand ich auch das Alien-Spiel damals so geil, was sie gemacht haben. Furchtbar, furchtbar. Aber so ich denke, das kommt noch. Achso, in seiner Liste meinst du? Ja, da sollte man vielleicht drauf warten. Genau.
Genau, jetzt kommen wir zum Part 18, also zum Platz 18. Und da ist das Spiel, was ich eben schon genannt habe, Dread Out. Wie gesagt, ist Thai-Horror. Und im wesentlichen Aspekt zum japanischen Horror entwickelt sich Thai-Horror auch dementsprechend sehr langsam. Und bei Dread Out ist halt nochmal die Besonderheit, wie gesagt, dieses Geisterpedia, was dir auch weiterhilft, die Schwächen der Geister so ein bisschen rauszulesen, aber auch, dass man wieder einen Charakter hat, ein Mädchen, was halt sehr zerbrechlich ist, also die sackt auch öfters mal so ein bisschen ein. Und wenn man stirbt, wandert man in so eine Art grelles, weißes Licht und taucht dann wieder in die Welt über. Also soweit ich das auch verstanden habe, geht es auch auf gewisse, wie soll man sagen, Mythen und Legenden der Kultur ein aus okay. Thailand. Ja, ich glaube mir da viel anscheinend an Geister, wie ich das rauslesen konnte. Und auch gewisse Sachen, die dort, so Talismänner werden dort auch zum Beispiel ausgegeben, die kann man dann finden, dass sich vor den Geistern ein bisschen beschützt, sozusagen. Und die kannst du halt, wie gesagt, nur identifizieren mit deinem Handy. Und andere werden auch von diesen Geistern wiederum besessen und man muss die halt bekämpfen bzw. weglaufen. Also man kann sich dort auch nicht wirklich wehren. Okay. Und spielt halt hauptsächlich auch in so einer alten Schule. Sagen wir mal so dieses Schulthema bei mir aufgegriffen hat aus Silent Hill, wo ich mir dachte, wieder eine Schule, kann ja nicht wahr sein. Krankenhäuser, Schulen, alte Herrenhäuser. Ja, das ist die beliebten Plätze. Ne? Nee, das sind gerade, ja, gerade so. Ja? Entschuldigung, nee, sprich. Nee, nee, hau rein. Ja, ich meine, Schule ist ja generell so ein Platz des Horrors, ne? Also das nächste ist dann ja direkt irgendein Asylum oder sowas in die Richtung. Das passt ja auch immer. Da passieren auch nur schlimme Sachen und alles verflucht, prinzipiell. Ich übergebe. Ich glaube einfach so, gerade Schule, Krankenhäuser und all solche Sachen, ich glaube, was ich selber immer so ein bisschen, weil ich hab halt auch mal im Krankenhaus gearbeitet, also halt Zivildienst ein Jahr, was halt echt übelst komische Atmosphäre ist, sind so diese langen Gänge. Ja. Und wenn einfach total Stille ist, so wenn du abends da lang gehst, so, das ist schon so ein komisches Gefühl. Du weißt ganz, es ist ein Krankenhaus. Aber wenn du da durchgehst und so und du hörst nichts und siehst du ganz hinten so ein so vielleicht mal, ist schon irgendwie strange. Ich glaube, das ist vielleicht vom Setting her vielleicht generell für so ein Horror-Ding irgendwie nicht schlecht. Ja. Sag nochmal was, Marc. Schon wieder weg, oder was? Also ein bisschen. Ja, du warst gerade wieder teilweise ein bisschen abgehackt, während du geredet hast, war kein Sound bei dir irgendwie zu hören. Okay. Also wenn es weiter so geht, dann switche ich gleich auf das andere, aber dann muss ich die Kamera auch umstellen. Also sonst, okay, redet einfach sonst weiter dann und dann switche ich rüber. Okay, der nächste Titel auf meiner Liste wäre natürlich einer der bekannteren Titel und Marc ist ihn gerade am Spielen. Wir reden hier wieder von The Evil Within. Ich selbst, ich selbst hab's nicht gespielt und hat es bloß im Let's Play gesehen und bin damit auch ganz zufrieden. Muss ich zugeben. War für mich vollkommen in Ordnung, ist nur zu schauen, nicht selbst zu eskalieren. Ja. Was ich so toll fand, ist, als sie damals natürlich Promo für das Spiel gemacht haben, dass es von dem Schöpfer von Resident Evil war. Und das merkt man halt auch irgendwie dem ganzen Gameplay so ein bisschen an. Also es steckt mehr in die Kerbe Resident Evil 4 von einer Art und Weise des Gameplays, vielleicht auch R5, sag ich mal. Hat natürlich auch andererseits einen sehr, sehr krassen Einstieg, wird dann nach einer Zeit auch nochmal ein bisschen absurder, weil man sich so denkt, okay, das spielt jetzt irgendwie alles mit meiner Psyche, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Gewisse Entscheidungen werden getroffen, auf die man irgendwo auch keinen Einfluss hat, was mit den Personen dann wiederum passiert. Also man ist quasi dann dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert. Und dass sich das Ganze quasi in dieser Welt befindet, in deinem Kopf, fand ich halt auch schon sehr krass. Also, dass es nicht wirklich so irgendwie eine Zombie-Apokalypse ist oder sonst irgendwas, was man sich denken könnte, sondern dass man dort quasi seinen Ängsten ausgesetzt wird. Also das Böse im Innern quasi, ist der Titel ja schon irgendwo verrät. Ja. Fand ich sehr, sehr gespannt. Ich werde es ja nachher weiterspielen mit meiner Freundin wahrscheinlich, ich hoffe. Dann gucke ich mal, ob ich da mich weiter durchschlagen kann. Das ist schon relativ heavy, finde ich. Also, wie gesagt, ich spiele es natürlich auch auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, Stufe 2 ist das ja am Anfang. Also, ja, dann musst du freispielen. Das reicht mir auch, glaube ich, eher. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Stealth mache. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch die schwarzen Balken und so weggemacht, weil ich fand die Sicht extrem kacke einfach. Die Kamera ist mir zu nah und die Balken waren halt echt nervig und das habe ich jetzt alles weg. Von daher hoffe ich mal, dass man es dann besser spielen kann und dann auch ein bisschen mehr das Spiel genießen kann.
Ja, definitiv. Dieser komische halbe 16:9 Modus, der ist irgendwie nichts. Jo, also. Ja, das soll so eine filmische Atmosphäre vermitteln, aber das tut sie nicht. Für Cutscenes völlig okay, aber ich habe dann irgendwann Ja. gedacht, so, ist das jetzt für das Intro, habe ich gehört, okay, vielleicht, aber dann das ganze Spiel da. Sollte ein Absatz von Ultra-Breitbildmonitoren steigern. 21 zu 9. Ja, genau. Einfach alles drauf 21 zu 9. anpassen, zack, verkaufen die sich. Läuft. Aber da hat ein Typ sein Setup gepostet, übelst krass. Also, was der alles zu Hause hat, weiß ich nicht, was der arbeitet. Ey, der hat einen Bildschirm, der ist so groß wie der Schreibtisch. Da passen zwei Tastaturen drunter. So ein Teil brauche ich auch irgendwann mal. What? Das ist der Wahnsinn. Alter. Der ist so breit, eigentlich wie meine beiden Monitor, wahrscheinlich noch breiter. Richtig krass. Ich weiß ja nicht, wie die Spiele darauf aussehen dann. Also, es ist wahrscheinlich so eine Spezialauflösung, aber richtig heftig. Da gibt es ja 34 Zoll Ultra-Wide. Nee, von der Höhe her war der gar nicht so heftig. Der war halt übelst lang. Naja, So, deswegen, der das war sind halt. dann 21 zu 9 Ultra-Wide. Also die sind dann wirklich sehr Ah, breit, okay. meistens schon gekrümmt. Ja, Gibt genau. es ein paar Modelle. Ja, egal. Passt nicht ins Thema jetzt, wenn ich jetzt hier sinniere Ja. über sowas. Ja, jetzt sind wahrscheinlich arschteuer auch sowieso. Also der Preis ist Horror, das auf jeden Fall. Passer. Wo waren wir? 17, 18. 17 17. bei der Evil Within. Okay. Genau, dazu gab es noch zwei Add-ons, beziehungsweise DLCs, wie man halt sagt. Und der eine treibt das Geschehen, beziehungsweise, nee, es sind drei, treiben das Geschehen natürlich um die Story nochmal ein bisschen weiter, indem man mit der Assistentin spielt, die am Anfang im Auto sitzt, bevor man zum Asylum fährt. Okay. So, da fährt man noch ein bisschen was über das Mobius, die Organisation, die quasi ein bisschen ihre Finger da im Spiel hat. Die wird im zweiten Bin Teil übrigens gespannt. auch wieder aufgegriffen. Fand ich Okay. auch sehr cool gemacht. Ein anderer Titel, was damals einen richtigen Hype erfahren hat, von auch viele gemerkt haben, okay, das Thema Jumpscares ist noch nicht tot, das ist Slenderman. Oh. Ja, stimmt. Hass. Stimmt, Slenderman war noch Hass. relativ heavy. Das ist einfach so ein simples, übelstes Spielprinzip, in dem man einfach nur irgendwelche 8 Blätter einsammeln muss, aber allein der Faktum, dass dieses Vieh immer irgendwie über dir, Ja. vor dir, hinter dir auftaucht, ja, und du dieses Kriseln auf dem Bild hast, hat dir schon gezeigt gehabt, oh Scheiße. Das. Und dass deine Taschenlampe dann irgendwann leer geht, war natürlich auch noch sehr fies. Also ich hab's gar nicht geschafft, alle 8 Seiten zu finden. Ich auch nicht. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es immer nur im Let's Play gesehen, so. Aber das ist auch, stimmt, das ist auch irgendwie dann wieder relativ schnell dann auch in der Senke verschwunden, oder? Da gab es, glaube ich, noch eine Fortsetzung oder irgendwelche komischen Spin-off-Dinger. Slender Arrival gab es. Ja. War ja dann quasi wie so eine Art vollwertiges Vollpreistitelspiel, weil ich glaube, Slender an sich war kostenlos damals. Und Ah, Slender okay. Arrival war nochmal ein wirklich ein Spiel, was einigermaßen Story-Inhalt bieten sollte, was natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, auf wahrscheinlich 5 Zeilen runtergebrochen war. Hat natürlich aber auch noch den Slenderman natürlich mit angebunden, wie der Name schon sagt, aber ein größeres Areal mit ein bisschen mehr Forschungsdrang hat es da Okay. geboten. War, Also, glaube ich, damals erhältlich für 10 Euro oder so. ich hatte das bloß mal auf dem Handy, das hat mir schon genügt. Das fand ich schon abartig genug. Also Also auf dem Handy. sonst, ja, auf dem Handy. Das war, also, ich weiß nicht, das hat mir nicht gefallen. So, wobei natürlich, als, ja, wenn keine Story da ist, ich meine, ein paar Blätter sammeln, okay. Ich glaube, stand da irgendwas noch drauf. Also da war eine Zeichnung drauf. Ich weiß nicht, ob da noch ein Text dazu vorhanden war. Aber weil jetzt bloß irgendwelche Blätter sammeln, ohne irgendeine große Story. Naja, gut, okay, das kann ich bei mir im Wald. Dann mache ich mir ein paar Blätter voll und dann gucke ich mal, ob mir jemand folgt. Aber so richtig, ja, irgendwie eine Story muss schon dabei sein. Das macht das Ganze dann schon, also Atmosphäre kommt ja nicht nur durch Jumpscares. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Atmosphäre entstehen kann, aber eine Story sollte schon Ja. immer dabei sein. Also ich weiß nicht, ob du es noch in deiner Liste hast, aber es gab ja auch mal diesen Hype hier, Five Nights at Freddy's oder wie das hieß. Das sah schon ziemlich creepy aus, also da kann ich mir schon vorstellen, wenn du das so in so einem dunklen Raum spielst oder eben auch wieder. Wie gesagt, VR ist für mich immer so das Horror-Ding überhaupt, weil du hast halt auch nichts anderes, was du dann siehst. Und da stelle ich mir das schon ganz, ganz cool vor, wenn du halt irgendwie um die Ecke guckst und auf einmal steht dieser Teddybär oder was das da immer war, dann auf einmal an der Ecke und guckt so rum irgendwie so. Das hat schon, glaube ich, viel Atmosphäre dann, würde ich Ja, sagen. definitiv. Ich meine, Jumpscares. Es gibt ja drei Arten, Horror aufzubauen, habe ich gemerkt. Unter anderem ist es halt auch durch das Bekannte, was du halt sehen kannst, und durch eine Masse, sagen wir mal zum Beispiel halt Zombies oder Monster,
die auf dich zukommen, dann steigt dein Adrenalinpegel natürlich hoch und du fühlst dich natürlich beklemmt und ängstlich und das steigert deine Angst. Dann gibt es wiederum das Unnatürliche, beziehungsweise das, was du nicht siehst, in dem Fall zum Beispiel halt, weiß ich nicht, bei Alien Isolation, das Alien, du weißt, es ist da, man sieht es auch ein paar Mal, aber der Gedanke allein, dass dieses Ding überall auftauchen kann, ist ja schon zermürbend, ja, und bringt deinen Magen komplett durcheinander. Und das Dritte ist halt die, wie soll man sagen, die Unbekannte. Das heißt also, es sind Art zum Beispiel Geister, von denen du weißt, die können ab und zu mal halt auch auftauchen, so du kannst denen halt nicht wirklich was anhaben. Muss sich halt dementsprechend auch verstecken oder irgendwie, du hast einen Talisman dabei, der dich davor schützt oder sowas in der Richtung. Also es gibt mehrere Arten, diesen Horror, sag ich mal, so ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Für den Spieler oder halt auch in Filmen wird das halt auch öfters genutzt. Also ich glaube, ich muss das, was ich mit Atmosphäre meine, kurz ein bisschen, also ich meine, klar, du hast ein beklemmendes Gefühl auch bei Jumpscares. Also du erwartest es ja irgendwo immer. Also man erwartet es, aber man weiß nicht wann. Aber so richtig dieses Mitreißende, das fehlt mir dann einfach. Also ich sehe es bei Observer. Das Spiel hatte Jumpscares diverse, wo ich einfach gemacht habe und weggezuckt bin. Aber du hattest eine Geschichte dabei und die wolltest du irgendwo auch erfahren. Das heißt, du hattest nicht nur diesen Ich-kack-mir-ein-Effekt, sondern diesen, und dazu kam noch die Neugier, weil du willst ja weitermachen. Und das hatte ich bei Slender natürlich gar nicht mehr, weil es war einfach nichts mehr da. Ja, gut. Also ja, für mich ist die Atmosphäre da noch ein bisschen, ich brauche da schon noch diesen Effekt, wirklich der Neugier, dass ich sage, okay, jetzt will ich auch weitermachen und ich ist mir scheißegal, was jetzt kommt. Und das hatte ich bei Observer wirklich. Ich war zwar jedes Mal nach diesen 30 Minuten Sessions so im Arsch. Also am Anfang konnte ich dieses Spiel wirklich nur 30 Minuten spielen, weil ich saß da, ich hatte Gänsehaut, ich habe wirklich leichtes Zittern gehabt, weil es war für mich ultra, weil ich wahrscheinlich wirklich so ein kleiner Schisser bin, aber es war tatsächlich immer so, ich wollte weiterspielen, ich wollte wirklich jedes Mal weitermachen, aber es war halt nicht drin. Da hat mir der Rest von mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also nur kurz die Erklärung dessen, was ich mit Atmosphäre wirklich meine, das ist vielleicht war ein bisschen schlecht formuliert meinerseits. Nee. Ich finde einfach immer, also bei mir ist glaube ich so, gerade wenn ich so irgendwie so Horrorspiele spiele, ich will dann auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich dann immer so denke, so okay, du musst jetzt, du willst jetzt da weiter, weil ich einfach weiter will und weil ich auch wissen will, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt, ich muss immer so weit spielen, dass ich mich an so einem Safe Spot fühle. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das immer nicht beschreiben, so ungefähr wie so Resident Evil, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so was Krasses hinter mir habe, wenn er halt irgendwie so Zombie-Horde oder was weiß ich, da was noch nicht alles war, oder halt irgendwie so ein Miniboss, dann denke ich so, okay, jetzt erstmal gut, jetzt habe ich wieder so ein Chapter geschafft, jetzt weiß ich, jetzt kommt erstmal wieder so eine ruhige Phase wahrscheinlich, und dann kann ich so, okay, jetzt kann ich ausmachen, für heute ist erstmal gut. Wenn man dann erstmal in die Tür reingeht und dann kommt die Speichermusik und dann abbänder und du denkst dir, oh Gott, endlich. Ja, genau. Oder wenn irgendwie drei Hunter, die am Arsch kleben oder sowas. Oh, ich habe die gehasst, ey. Die sind schlimm, ey. Schlimmsten Gegner aus Resident Evil. Platz 15 wäre bei mir auch ein Titel, der ist auch durchgestartet wie eine Rakete, war auch bekannt. Es gab davon eine Fortsetzung, spielte in einem Irrenhaus und zwar Outlast. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass das kommt. Outlast war wiederum ein Spiel, wo ich echt gedacht habe, boah, das ist auch wieder ähnlich wie jetzt bei Amnesia, nur halt in die Szenerie einer Irrenanstalt gepackt. Du kannst dich nicht wehren, du bist ein Enthüllungsjournalist und musst dich versuchen zu verkriechen, wo es nur geht. Die Leute sind komplett durchgeknallt und du fragst dich auch langsam, wo bin ich jetzt hier eigentlich reingeraten? Und die Auflösung des Ganzen fand ich halt auch sehr, sehr cool gemacht, dass man sagt, okay, es ist quasi etwas, was sie im Berg gefunden haben, da wird auch schon drauf aufmerksam gemacht. Ja, es ist der Wallrider, haha, Spoiler. Und der treibt dort quasi sein Unwesen, ist quasi so der Art Nemesis, der einfach zu mal einen besucht und irgendwie einen Schrecken anjagt. Ist nicht wirklich tödlich, das Ding, aber man sollte sich trotzdem davor in Acht nehmen, aber im Großen und Ganzen geht es halt auch um einen Charakter, mit dem man irgendwie eine Verbindung dann eingeht und seinen Leidensweg durchmacht. Auch mit dem creepy Doktor, der dann einem schön massakriert. Also ich hab's leider nicht so weit gespielt bis jetzt. Mein Bruder hat das halt auf Steam und ich hab's mal irgendwann gezockt, aber ich war irgendwie so im Keller und da hat es mich so ein bisschen mit der Steuerung auch genervt irgendwann, muss ich echt sagen. Weiß nicht, ich muss irgendwann vielleicht nochmal. Irgendwann. Ich ja, der zweite Teil schlägt halt auch nochmal. Achso, ja? Nee, sprich nur. Alles gut, ich kann danach. Okay. Ich wollte nur sagen, der zweite Teil schlägt wiederum eine ganz andere Kerbe. Quasi in so einem Hillbilly-Dorf. Ja. Hat das mit dem Thema Satanismus ein bisschen was zu tun. Ist wesentlich brutaler als der erste Teil, muss man zuführen und hatte auch ein bisschen was von Resident Evil 7, habe ich so das Gefühl gehabt.
Und das Thema ist halt auch wieder das gleiche, nur dementsprechend haben sie das Ganze nochmal ein bisschen mehr aufgehübscht, die Story ausgebaut und die Jumpscares sind wirklich dort die Hölle. Und auch wieder, du hast keinerlei Möglichkeit, dich zu verteidigen und die sind überall Leute auf den Fersen, die komplett durchgeknallt sind und irgendwelche Opfergaben machen und boah, schlimm. Danach war ich auch richtig fertig. Also das ist auch so, dass der Typ Spiel, ich habe Teil 1 komplett im Let's Play gesehen, Teil 2 habe ich angefangen, war am Anfang ein bisschen langatmig, deswegen bin ich da ein bisschen abgestorben, aber Teil 1 nur dieses Lauf, renn, spring irgendwo drüber und hab Glück irgendwo, weil du kannst dich ja auch verrennen. Dann hast du diese zwei gestörten Zwillinge, die dort rumrennen, also diese, oder Brüder oder die, was sie sind. Die Lümmelmänner, so, ja. Ja, oh, von wegen so. Was, die Lümmelmänner? Ja, die, hatten, ja, die waren sehr speziell. Okay. Leicht bekleidet. Also, ja, die zwei waren furchtbar. So von wegen so, ja, vielleicht sollten wir ihn, ach, ich überlasse ihn dir, du darfst zuerst. Und denkst so, Alter, was habt ihr für Probleme? Und du willst einfach bloß weg, dann steht der auf einmal vor dir und denkst, umdrehen, aber da war da der andere, oh, nee. Das war gar nichts, auch mit dieser Kamera immer. Von wegen, nimm das auf, dann ist es dunkel, dann macht die Kamera ja Geräusche, sobald der Akku leer ist. Das heißt, du wirst gehört, dann rannte da nicht auch noch der Fette rum. Ach ja, da gab es ja den Fetten Fette, auch noch. Ja. Oh, ja. Nee. Was, wenn die Kamera, die macht dann Geräusche und die Gegner hören das, oder was? Ja, die piepst dann, wenn dein Akku tauscht. Wirklich, das ist aber richtig fies. Ekelhaft. Ja, das ist richtig gemein. Das tust du, das weiß ich. Wie gesagt, ich habe es vor kurzem irgendwie mal so. Ja, das sind im ersten Teil sehr viele unterschiedliche Charaktere, die dann richtig auf die Eier gehen. Ja, die zwei, aber ordentlich. Die zwei vom Nudistenverein, dann der ehemalige Nazi-Doktor, dann der Fette mit den Ketten. Also, ich hatte das irgendwann mal gesehen, dachte so, geil, Spiel in einem Irrenhaus, läuft. So, dann merke ich, Alter, wie, du kannst dich nicht verteidigen. Ich bin nicht der Typ, der wegrennt in Spielen. Ich will das wirklich so Action à la Wolfenstein, Waffe links, Waffe rechts, dann will ich die Dinger platt machen. Aber nicht die ganze Zeit vor den Lümmelmännern abhauen, während die mir hier fast ihr Gehänge ins Gesicht schlagen. Also das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Und sie dann eine Leber essen wollen. Ja, ja. Oh, nein. Da war es vorbei. Da habe ich mir gesagt, na, ich könnte es vielleicht jetzt, würde ich mich eventuell mal rantrauen. Aber damals, wo das rauskam, habe ich gesagt, na, niemals, niemals. Es gab ja noch ein DLC, Outlast Whistleblower, und das hat Red Barrel eigentlich sehr intelligent gemacht, indem sie gesagt haben, wir tauschen die Story jetzt quasi der Charaktere. Am Anfang hat man eine Mail von jemandem bekommen innerhalb des Gebäudes und in dem Fall spielt man diesen Mann, der quasi dann die Mail verschickt hat und sagt, hier gehen merkwürdige Dinge vor sich, bleiben Sie am besten weg und so, also eine Warnung ausgeschrieben hat und man wird quasi selber als Insasse dort von diesem komischen, sag ich mal, der das Ganze leitet, dazu verknackt, ein Patient zu sein. Okay. Und man schafft die Flucht. Und das Witzige ist, Story-Inhalte vom ersten Teil, beziehungsweise vom Urspiel, werden dort quasi verknüpft. Also es finden gewisse Events fast parallel statt, wo man merkt, okay, Miles, den man am Anfang spielt, im eigentlichen Hauptspiel wird auch nochmal da ein bisschen mit eingebunden sein, Aktionen quasi. Fand ich eigentlich schon sehr cool gemacht. Da rannte doch auf diese Klopfe. Das haben wir letztes Mal schon mal kurz angerissen. Solche DLCs finde ich dann halt auch interessant. Und wenn es nicht einfach nur so hier neue Map und keine Ahnung. Das klingt auf jeden Fall so gut gemachte Story-DLCs. Sie sind auch immer, da würde ich auch immer sagen, das ist noch so das Geld wert. Definitiv. Also das hat das Ganze, den ganzen Spielverlauf nochmal echt in eine andere Kerbe geschlagen. Klar, Spielprinzip war das gleiche. Aber auch diese Story-Verwebung zwischen dem Hauptspiel und dem DLC war richtig gut gemacht. Okay. Zu Outlast 2 gab es leider noch kein DLC bis jetzt. Ein anderer Titel auf der Platz 14 ist ein Shooter. Und zwar dreht es sich um 4. Ah, Left 4 Dead. Hätte ich jetzt gesagt. Na, nee, in dem Fall nicht. Nein. 4 fand ich von einmal halt auch ziemlich gut, weil das halt 4. Yes. Ja. Ich hab gerade an die Zahl 4 gedacht. Ich dachte, du wolltest eine Anspielung machen. Also 4. Nein. Ah, okay, wie, ja, wie die Angst mit der guten Alma. Angespielt, nie weitergespielt. Ja, schade eigentlich. Das war das mit dem kleinen Mädchen auch, glaube ich, oder? Der Alma, ja. Ja, ich habe nur meine Demo gespielt, aber das lief damals auf meinem PC, glaube ich, nicht. Alma ist quasi eine Person, die von Wissenschaftlern für ihre Zwecke
missbraucht wurde, weil sie psychotische Fähigkeiten hat und quasi vor deinen Augen auch Monster erscheinen lassen kann. Also es ist eine Mix aus Shooter und gleichzeitig vielen Horrorelementen. Also dort kommen auch Monster vor, aber auch ganz normale Soldaten. Und man selber wird quasi von ihr für ihre Zwecke missbraucht, um sie quasi zu finden und sie quasi in eine Welt hierher zu locken. Okay. Im zweiten Teil wird das Ganze nochmal ein bisschen mehr ausgereizt und man erfährt auch ein bisschen mehr was über den Charakter. Also dem wird ein bisschen mehr Tiefe verliehen. Das war im ersten Teil nicht der Fall. Und in 4.3 wird das Ganze eigentlich nochmal so ein bisschen umgemodelt. Das war auch der letzte Teil, in dem man die Söhne von Alma spielt. Ah, es gibt haben beide. Und, ja. Ah, okay. Und man spielt dort zwei unterschiedliche Charaktere. Das sind quasi Brüder mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten machen dich dann quasi auch dementsprechend anfälliger gegenüber psychotischer Außenwirkung von Gegnern zum Beispiel. Also es ist halt mehr so ein Mix aus Shooter und psychischen Fähigkeiten, die man dort hat. Okay. Fand ich damals auch schon sehr beklemmend, sehr gut gemacht, auch von der Story her. Aber das sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Vorgeschichte von den Lümmelbrüdern, oder? Das hat jetzt keinen Zusammenhang. Nee, das sind nicht die Lümmelbrüder. Das ist ja nicht, wenn das so psychisch ist. Kann das natürlich sein. Du hast gerade wieder ganz, ganz starke Störung mit drin. Okay. Also irgendwas zirpt mit rein. Okay. Aber jetzt ist wieder okay. Als hättest du irgendwelche Interferenzen oder sowas mit drin. Okay. Ja, irgendwas, was blockiert oder... Hast du wieder einen zu starken WLAN-Access-Point daneben, hä? Ja, ja, klar. Ballert dir alles voll. Aber zu 4, also ich kann zumindest so viel sagen, ich habe alles in meiner Steam-Bibliothek. Ich könnte direkt loslegen. Aber, naja, mal schauen. Also ich kann es dir empfehlen. Der Anfang ist wirklich, also beim ersten zumindest, teilweise zäh, nimmt dann aber auch sehr schnell Fahrt auf. Also dann geht die Action halt echt richtig los. Also AK Doom fast schon. Da geht es dann halt auch echt ordentlich zur Sache irgendwann. Okay. Und die Alma, die taucht halt auch dementsprechend ab und zu mal auf, um Monster zu beschwören und ihren Heidenangst einzujagen. Okay. Ich kann mich nur so ganz dunkel an diese Demo erinnern. Glaube ich, die es damals gab. Da waren irgendwie immer so, das war so wie so Vision, glaube ich, gehabt, oder? Ja, du siehst das Mädel immer mal in der Demo, soweit ich mich erinnern konnte. Irgendwie so. Die tauchte immer mal auf und dann war sie da weg. Oder rannte irgendwie durchs Bild oder sowas. Ja, aber teilweise, glaube ich, auch relativ nah, irgendwie so, dass das direkt in your face oder in der Richtung. Mhm. Okay. Das war 4. So, auf Platz 13 haben wir ein Spiel, das spielt in einer Raumstation, wo man so schön sagt, im All hat dich niemand schreien. Und zwar Dead Space von Visual Games, die jetzt leider insolvent sind. Ja. Die sind fertig mit der Welt, weil Electronic Arts das so wollte. Aber für mich haben die einen der besten Horror-Shooter der letzten Jahre geschaffen. Also allein, du kannst dich verteidigen, du hast natürlich ein gutes Waffenarsenal, aber die Necromorphs, die sehen so geil designt aus und auch wiederum der Sound, der dich komplett verrückt macht, wenn irgendwas rumrollt, irgendein Fass oder irgendein kleines Elektroteil und denkst einfach so, jetzt springt dich gleich Necromorph von der Seite an und dann kommen sie von überall her, Massen von Gegnern oder auch vielleicht auch nur einzelne große Gegner und allein die Story, die dahinter steckt mit dem Marker und was das alles überhaupt zu tun hat, dieses Alien-Artefakt, fand ich sehr extrem geil gemacht. Also die Story alleine, dass die da quasi Unitology mit einbinden, was ja eigentlich eine Anlehnung ist, fand ich, hat auch wiederum richtig gut gemacht. Also die haben sich da vom Story her ein sehr gutes Buch überlegt, beziehungsweise eine gute Geschichte niedergeschrieben. Es gab auch 2 Filme davon, kann ich nachher nochmal ein bisschen sowas erzählen, und zwar der erste Film, wie ist der nochmal? Scheiße, das komme ich gerade nicht drauf. War das nicht so ein Anime? Ja, es war ein animierter Film. Muss ich nochmal nachher gucken. Aber es gab 2 Filme auf jeden Fall, einen 3D-animierten Film und Zeichentrick-animierten Film. Und der Zeichentrick-animierte Film, der zeigt quasi nochmal, was auf der Ishimura quasi passiert ist, dass es zu diesem Angriff der Necromorphs überhaupt erst kommt. Mhm. Also das ist sehr gut gemacht eigentlich von Electronic Arts, dass sie gesagt haben, wir bringen einen kleineren Film raus, der geht auch nicht lange, ich glaube 45 Minuten. Der erzählt so ein bisschen quasi den Story-Inhalt, damit man weiß, hey, was ist auf dem Ishimura überhaupt passiert, wie kam es dazu, weil es wird in den Spielen nicht ganz aufgelöst. Und das fand ich wiederum sehr, sehr cool gemacht. Also da muss man sagen, auch eine sehr, sehr schöne Idee. Aber kam der nicht nach dem Spiel erst irgendwie? Oder war das schon vorher? Der kam nach dem Spiel, ja. Nach dem Spiel, ne? Okay. Mhm.
Ich muss sagen, also Dead Space habe ich auch echt geliebt. Das war eins der atmosphärischsten, also das war echt so beklemmend vom Gefühl her, weil irgendwie, es ist halt, ich finde sowieso generell diese ganze Space-Horror-Geschichte finde ich immer am schlimmsten eigentlich so, weil du kannst ja auch nicht weg. So, selbst wenn du aus dem, wenn du einen Fluchtweg praktisch findest, so, du bist halt irgendwo im All, was halt immer noch praktisch der Tod bedeutet. So. Mhm. Deswegen finde ich auch so Filme wie Event Horizon oder sowas halt so krass irgendwie. Oder halt, ja. Der war eklig. Wie heißt das? Ja. Oder halt Pandorium oder so heißt der, glaube ich, ne? Der eine? Pandorum. Ja. Der, ja, der war aber krass. Also da habe ich gar nicht. Der hatte echt einen Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja. Also ich auch. Das war nicht schlecht. Ja. Nee, aber da muss ich auch sagen, ich bin da so oft rumgelaufen. Ich habe noch nie wirklich in so einem Spiel so viel Schiss gehabt, weil überall ist irgendwie so Nebel. Du hörst auch vor allem immer irgendwas in irgendwelchen in der Entfernung, so irgendwie was, irgendwie so ein Rohr oder sowas dann so. Mhm. Oder halt auch, die haben teilweise irgendwie so Set-Pieces gehabt oder halt so extrem tief irgendwie in so ein, wo so ein Reaktor war oder so, da hast du überall so Nebel und so, und dann siehst du den irgendwie ganz hinten und dann hörst du halt immer irgendwas so und dann weißt du, ey. Vor allem, ich hatte immer so Munitionsknappheit dann auch noch so. Und du rennst da durch. Ich habe es natürlich auch auf schwer gespielt, das ist wahrscheinlich dann auch immer noch so, was dann halt zusätzlich ja so den Kick noch gibt, sage ich mal, weil alles ist natürlich dann extrem tödlich. Und ich fand einfach auch, du hast dich nicht wirklich schwach gefühlt, aber du wusstest genau, die Dinger sind dir überlegen, weil du hattest halt diese massive Rüstung an und der war auch relativ, also ich fand von der Steuerung her, das hat das echt gut vermittelt, dass du halt so einen Typen spielst, der in so einem schweren Kampfanzug drin ist. So, da hast du dich halt, ich will nicht sagen Behebe bewegt, aber du hast gemerkt, dass er halt relativ schwer sich irgendwie so, also er war nicht so mobil, sagen wir mal so. Und die Viecher waren halt immer relativ schnell. Und das Interessanteste war einfach wirklich ja, dass du halt diese ganzen speziellen Körperteile da abtrennen musstest. Also halt irgendwie, du konntest diesen Cutter? Plasma-Cutter, ja. Dann konntest du ja dann praktisch drehen und dann immer horizontal oder vertikal dann schießen und so. Und das war halt schon einfach was, das fand ich cool, dass du nicht einfach hier Kopf weg und dann, ne? Also das ist ja teilweise echt schon, sag ich mal, richtig dich konzentrieren müssen, selbst wenn halt dann voll viele kommen und jetzt, okay, warte, die Arme müssen übereinander sein, zack, und das ist halt Munitionsspaß, dass du halt beide mit abcuttest, so. Also das war schon verdammt geil. Ich sag mal ganz kurz an der Stelle, hallo in den Twitch-Chat. Wie immer werden wir mal so ein bisschen zwischendurch reinschauen. Ich habe wieder allerdings das Problem, sehe ich. Ich verstehe es nicht, warum. Ich habe es gestern getestet. Zwischendurch kann ich Nachrichten lesen. Jetzt kann ich wieder keine lesen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss vielleicht mal eine Alternative überlegen. Aber ja, wir freuen uns über alle, die dabei sind. Und Platz Nummer 12. Genau, Platz Nummer 12. Spielt auch wieder unter Wasser. Nach einem tragischen Flugzeugabsturz landen wir Bioshock an einem Turm und tauchen in die Tiefen ein von einer Stadt, in der totales Chaos herrscht, weil alle vollgespliced sind. Ja, Bioshock natürlich. Eines der gruseligsten Shooter, die ich seit langem zocken durfte, konnte. Zählt das unter Horror? Ja, würde ich schon sagen. Also von der Atmosphäre her teilweise schon. Wie sagt man das so schön? Das Genre habe ich noch nie ganz so verstanden, aber Suspense, oder? Sagt Suspense, man das nicht so? So ein bisschen so das Beklemmende irgendwie. Mhm. Ja. Was für mich halt auf dem Bioshock sehr, sehr geil war, waren viele Aspekte eigentlich. Also das Kampfsystem war sehr cool gemacht, quasi, dass du dich mit deinem mit Adam dann dementsprechend dich aufrüsten musstest. Heißt also, du musstest was in Plasmide investieren, womit du dann halt deine Gegner entweder in Flammen setzen kannst, betäuben mit Strom etc. oder Kinese. Oder halt auch deine Waffen verbessern konntest, je nachdem. So kleine Geschichten. Das hat so ein bisschen einen gewissen Rollenspielaspekt mit reingebracht. Plus halt noch, dass man Sachen hacken konnte. Also Geschichten. Also das Spiel war wirklich von seiner Vielfalt her sehr groß. Und der erste Teil war jetzt nicht so riesig, auch vom Story-Inhalt her sehr, sehr mager gehalten. Aber auch diese Atmosphäre unter Wasser in einer riesigen Stadt. Und da laufen überall komische Freaks rum. Und die Big Daddies mit ihren Little Sisters bis oben hin. Und dass du dann halt dementsprechend dich auch entscheiden musst, willst du sie leben lassen oder nicht. Ja. Das hat natürlich dementsprechend das Ende beeinflusst. Also von der Story her gesehen, nett gemacht, bisschen dünn, aber atmosphärisch over the top. Auch die Musik, total Wahnsinn. Hab ich sehr gefeiert. Ja, vor allem auch dieses was war das, so 60er-Jahres-Setting so in der Art? Ja, ja. Schon, ne? So mit den ganzen Musikdingern und halt auch so, wie das Ganze aussah mit vielen Hier ein Rad zu drehen. Aber ich muss sagen, storymäßig fandst du das echt so schwach. Ich fand das eigentlich ganz gut, vor allem diesen Twist dann irgendwann so in der Mitte.
Also ich meine, wer es jetzt nicht gespielt hat, wo du dann halt irgendwann da sagst, du wurdest ja eigentlich die ganze Zeit von dem einen sozusagen kontrolliert. Wenn er mal gesagt hat, geh dahin. So, das fand ich aber so geil, auch irgendwie von wegen dieses typische Videospielmäßige. Geh da vorne hin, mach das auf, so weißt du, dann, ja, das stimmt. Dann musst du das machen. So, du kannst dich nicht dagegen wehren. So, ja, er hat recht, ich komme sonst einfach nicht weiter. Und das war einfach so geil. Wo du dann irgendwas gemacht hast, wo du dir dann irgendwie im Endeffekt praktisch selber, also du solltest dich eigentlich, glaube ich, selbst umbringen, irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Oder irgendwelche Sachen eingestellt hast und so. Und das, ja, fuck, will ich eigentlich nicht, aber ich muss es jetzt machen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Das fand ich richtig, also das war ein geiles, das fand ich cool vom Design her einfach, wie sie das gemacht haben. Ja, auch Andrew Ryan so als quasi alleiniger Herrscher von Rapture und dass dann sich alle so dagegen auflehnen von wegen Andrew Ryan ist ein Schwein und sowas, das stimmt alles gar nicht, der hat uns hier eine Utopie versprochen, was eigentlich gar nicht existiert. Und auch diese Technologie, die dort einen Fortschritt gemacht hat durch diese Schnecken, die quasi die Essenz waren, womit die Mädchen dann gefüttert wurden und dementsprechend halt gierig auf das Adam waren. Okay, das weiß ich nicht. Ja, das war von dieser Frau produziert worden, beziehungsweise die hat quasi die Mädchen dazu gemacht, was sie waren, Frau Tannenbaum. Ah, okay. Die deutsche Wissenschaftlerin. Auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Titel. Mit Bioshock 2 ging es dann in die gleiche Kerbe, Rapture zugange, nur dass man diesmal halt unter Wasser auch laufen konnte. Man ist ein Big Daddy, der quasi auf der Suche nach seiner Little Sister ist, die ihm genommen wurde. Habe ich nie gespielt, leider. Ah, super. Super ist das. Okay. Also, man kann ja von Bioshock halten, was man will. Auch Infinite war ein cooles Spiel, wobei ich aber sagen muss, von der Bioshock-Trilogie in dem Fall hat mir der erste und zweite Teil irgendwie besser gefallen. Infinite war jetzt ein schlechtes Spiel, aber mir hat mir die Atmosphäre von 1 und 2 doch eher zugesagt, als die Stadt in den Wolken irgendwie. Ist auch nicht. Das hat aber was so ein teilweise Jules Verne-mäßiges, deswegen sonst doch mal unter dem Meer bei Bioshock 1 und 2. Wo du gerade Bioshock sagst, ich habe, glaube ich, gestern oder so irgendwo. Ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe es nur so als Headline gesehen, dass es irgendwie Gerüchte über Bioshock 4 jetzt gibt. What? Fällt mir gerade tatsächlich. Ich glaube. Aber okay. Ja, können wir am Mittwoch mal genauer erörtern. Vielleicht finde ich es dann nochmal. Ja, würde mich echt freuen, wenn da ein neuer Teil rauskommt. Vor allem, wo das wiederum spielen würde, das würde mich mal interessieren. Ein anderes Spiel ist jetzt wiederum, das habe ich selber mal angefangen zu spielen. Auf der PlayStation 4, und zwar heißt es White Day. Okay. Ist aktuell auch auf Steam. Ist auch ein thailändischer, beziehungsweise, ich glaube, nee, koreanisches Horrorspiel. Spielt auch wie in der Schule. Und der White Day ist quasi dort ein Tag, so ein bisschen wie Valentinstag. Also an diesem Tag bringt man seiner Geliebten was mit, also Süßigkeiten, einen Brief oder sowas. Und wir sind quasi ein Schüler, der auf ein Mädchen abfährt und geht halt nachts in der Schule, um das ihr zu bringen, weil er weiß, sie ist dort. Dann schließen sich die Türen in dieser Schule und es geht los. Und der Handlungsstrang ist dort ein bisschen sehr komplex aufgebaut. Also es ist ein Remake quasi, was aktuell auf Steam verfügbar ist von White Day. Neu gemacht quasi, also ein Remake mit neuer Grafik, schöneren Cutscenes, also sehr, sehr gut gemacht. Das erste Spielgang, glaube ich, ist original 1991 raus oder so, oder 2001, ich weiß es gerade gar nicht. Also ist auf jeden Fall schon ziemlich alt. Okay. Und man hat dort immer wieder einen Hausmeister, der einen Jagd durch die Gänge, also man kann sich dort auch wieder mal nicht wehren. Man gibt doch teilweise dann, man wird teilweise auch von Geistern verfolgt und solche Geschichten. Also es ist auch mehr so Ghost-Horror und spielt auch ein bisschen mit deiner Frage, so von wegen, welchen Menschen in diesem Gebäude kann ich jetzt noch irgendwie vertrauen? Okay. Weil manche auch irgendwie da komplett am Rad drehen und nimmt alles dann unangenehme Form an. Und es wirkt auch sehr, sehr tief, das Spiel, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Also es mich gerne interessieren, wie es weitergeht, bin noch nicht so weit. Okay. Ich hab's hier bloß. Also ist mir auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Bitte? Ich hab's hier gerade mal auf Steam offen. Also die Bilder sind ja schon sehr vielversprechend, vor allem wo die Alte da aus dem Spind kommt. Boah. Naja, also es gibt dort richtig übelste Jumpscares mit diesen Geistern. Richtig heftig. Kann ich auf jeden Fall echt jedem nur empfehlen. Also das Spiel lohnt. Auf Platz 10 ist ein Spiel, was jetzt auch für mich jetzt mehr so in die Kerbe auch wieder Shooter-Horror zielt, ist auf einem Comic basierend. Es gab einen ersten Teil davon, der jetzt leider nicht so das erfahren hat, was er eigentlich erfahren sollte. Also war von der Story auch richtig geil gemacht, aber kam jetzt irgendwie leider nicht so gut an. Der zweite Teil wiederum besser, weil der halt auch diesen Comic-Look hatte, ähnlich wie Borderlands 2. Und das Spiel, um das es sich dreht, heißt The Darkness. Ah, ja. Stimmt.
Das habe ich auch mal gespielt, aber halt auch nur kurz, irgendwie eine Demo gab es damals. Da hast du doch so dieser Typ in dem Mantel da und hattest irgendwie so diese krassen Fähigkeiten irgendwie, wo du halt... Staccato. Du bist quasi der Erbe eines Mafia-Imperiums und zu deinem, ich glaube, 20. Geburtstag war es im ersten Teil, wurde dir eine Fähigkeit weitervererbt, von der du eigentlich gar nichts weißt und die macht dich quasi darauf aufmerksam, nämlich die Darkness. Das ist ein Wesen, was dir quasi innewohnt. Es sind zwei Köpfe, beziehungsweise so schlangenartige Wesen, die mit dir verbunden sind und sind quasi unter anderem halt auch mit deiner Psyche verbunden. Die reden dir ab und zu auch zu und helfen dir natürlich auch im Kampf, dich selber zu heilen und deine Wunden zu versorgen. Und es gibt gewisse auch Kills, die man mit denen machen kann. Das ist im zweiten Teil zum Beispiel sehr exzessiv. Also der zweite Teil, der kam auch uncut raus, ist auf dem Index. Und dort sind die Szenen, die Kills halt auch in richtig krasser Art dargestellt, also mit kompletten Körper zerfetzen und alles Mögliche. Okay. Also das Spiel ist wirklich sehr brutal. Und ist halt auch ein Action-Shooter und dementsprechend hast du auch Uzis, Waffen und sowas, kannst du dementsprechend auch tauschen von den Gegnern und kannst Türen aus Autos rausreißen und die auf die Gegner zufetzen lassen. Mhm. Und vom Story her, das ist halt sehr, seine Freundin Jenny wurde vor seinen Augen ermordet und im ersten Teil geht es darum, den Mörder zu fassen und man ist quasi auf einem Rachefeldzug dorthin. Und schleicht dort auch durch gewisse U-Bahn-Gänge und so und durch die, ich glaube, das spielt in New York. Und im zweiten Teil geht es quasi darum, Jenny wiederzufinden, nämlich in einem, wie soll ich sagen, in so einer Art Welt innerhalb der psychischen Gedanken von Jackie. Und die Darkness will ihm versuchen, dort zu helfen, aber zu einem gewissen Gegenpreis. Und zwar, dass er also seine Seele komplett der Darkness überlässt. Und in diesem Zwiespalt, in diesem Kampf trägt sich das dann quasi aus. Okay. Das war eine coole Anlehnung im zweiten Teil, was ich auch sehr schön finde, weil das gab es relativ selten, nämlich Anlehnung an die Comics selber. Man ist in einer Zelle, in einem Irrenhaus, also quasi in seinen Gedanken, irgendwann, während man im Koma liegt und sieht dort in dem Zimmer von sich ein paar Comichefte von der Darkness liegen. Hab die Comics aber leider noch gar nicht so gelesen, sehen aber ziemlich cool gemacht aus. Ein bisschen an Spawn. Ja. Kann ich nur gut vorstellen. Darkness 2, ein richtig guter, brutaler, sehr furchteinflößender Shooter. Auf der 9 habe ich ein Spiel, was so ein bisschen in die Kerbe Silent Hill schlägt und wovon es halt auch ein DLC gab, der nochmal wiederum ein bisschen anders war und die Rede ist von Alan Wake. Jo. Also ich hatte bisher DLC habe ich nicht gespielt, aber sonst das erste, muss ich echt sagen, fand ich schon ziemlich cool. Also auch wenn es viele eigentlich nicht so toll fanden, also es hat ja auch wertungsmäßig nicht so gut abgeschnitten. So, ja, war ein gutes Spiel, aber halt da es von Remedy ja war, natürlich alle so wieder so eine Offenbarung erwartet irgendwie. Aber ich fand es einfach atmosphärisch, war es einfach cool. Ist klar, es hat sich, man hat viel immer schon in den Trailern und halt in den Gameplay-Sachen vorweggenommen, war es halt immer mit der Taschenlampe auf den Gegner gezielt, gewartet, bis er halt da ist, dann hast du ihn weggeballert. Und das hat sich eigentlich das ganze Spiel so durchgezogen. Aber das Setting und alles, ich wollte es nämlich ehrlich gesagt auch noch spielen mit meiner Freundin. Habe ich gedacht, so Alan Wake wäre vielleicht auch noch was, was für sie irgendwie so interessant wäre. Und das fand ich schon, das Setting war einfach geil, muss ich echt sagen, auch in der Stadt und so. Ja, ich fand auch all die ganzen Charaktere, die man da trifft und wiederum diese Welt, in der man dann abwandert, auch in seinen Gedankenatmosphäre, ne, das war einfach richtig gut gemacht. Also ja. Storytelling, par excellence, muss man sagen. Die Kämpfe waren so ein bisschen Larifari, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also, okay. War okay. Das war für mich jetzt auch nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern einfach auch genau dieses ganze Setting, die Atmosphäre. Und ich hatte auch noch nie, lange nicht mehr so einen Wald gesehen, der so düster war wie in Alan Wake. Also, boah, da hat es mich halt richtig fertig gemacht. Fand ich richtig. Aber cool. der DLC war ja schon wesentlich actionreicher, habe ich mir sagen. Ich habe leider, wie gesagt, nie gespielt, aber das war hier American Nightmare oder so heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ja. So, und da hast du ja, glaube ich, viel mehr irgendwie, also auf dem Bild bist du auch mit so einer Kettensäge unterwegs. So. Und der geht, glaube ich, viel mehr Richtung Action, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist auf jeden Fall definitiv actionlastiger. Man trifft dort auch auf ein paar Charaktere aus dem Hauptspiel, die wiederum auch in ein anderes Setting gepackt wurden, aber so an sich stimmt schon, ist mehr Action eigentlich. Okay. Also man findet dort auch ein paar neue Waffen und kann dort auch dementsprechend dann ein Arsenal aufrüsten. Also und so weiter. Ah, also das will ich auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder spielen. Ich habe auch mal eigentlich wieder Bock drauf. Ja, jetzt kommen wir zu einer Serie, wovon ich mir geholt habe. Eines der auch ältesten Horrorspiele des Genres werden viele wahrscheinlich auch noch kennen unter dem Titel Alone in the Dark. Ja. Habe ich einen, ach Gott, ich weiß gar nicht wann, aber das war noch,
Also es ist sehr, sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Wirklich sehr. Also es ist irgendeiner der ersten. Habe ich nie gespielt, habe ich glaube ich auch nie wirklich gesehen. Also ich kenne den Titel halt so, aber das war das nicht nur auf PC damals und dann. Ja. Ich glaube, ein Teil auf PlayStation noch, kann das sein? Ich glaube, also egal. Also ich kenne es halt wie so vom Namen aus irgendwelchen Zeitschriften, aber gespielt habe ich es leider nie. Wurde ja auch großartig verfilmt. Ja, oh, stimmt, da gab es einen Film, ne? Ja. Wahrscheinlich so gut wie alle anderen Videospielverfilmungen. Hey, nichts gegen Postal. Das war ein Bollwerk, muss man schon so sagen. Ein Bollwerk, ja. Der Typ, ne? Der ist, glaube ich, aber fertig mit Filmen machen, ne? Hat er, glaube ich, mal gesagt. Ich glaube, der macht keine mehr. Ich glaube, sobald ihm einer Geld in die Hand drückt, macht der alles. Der Typ, ey. Far Cry, sage ich nur. Mit Til Schweiger. Naja, aber Ralf Möller und Til Schweiger, das ist schon eine Nummer. Die beiden, top. Wahnsinn. Ich habe auch keinen Film von ihm gesehen, Gott sei Dank. Aber Aber ich, das ist cool. also, ich, ohne Scheiß, ich fand Postal echt witzig. Zum Spiel war Okay. der passend. Der war Okay. genauso dumm wie das Spiel. Also, das Spiel hat mehr Spaß gemacht, aber naja. Ich kenne weder das eine noch das andere. Also ich weiß nur, dass es total abgedreht sein soll, irgendwie, Das aber. Spiel ist Postal aber ist geil. komplett durch. Also es ist so random Shit, wie du dir nur vorstellen kannst. Kannst du einfach Leute anpissen und zusammenschlagen. Ja! Alles Mögliche machen, weißt du? Das ist Das, total. du kannst die Leute, das Gute ist, du kannst die Leute erst in Brand setzen und dann kannst du sie löschpinkeln. Du kannst dich auch selber löschpinkeln, dann musst du Okay. einfach in die Luft zielen. Also, vor allem, und alles beginnt damit, dass du eigentlich nur Milch einkaufen willst. Schatzi, mir fehlt Milch. Und dann sind schon die Taliban im Supermarkt, dann kannst du mit Scheren werfen, du kannst dort die Leute mit Schweineköppen bewerfen. Das Spiel ist so krank gestört. Mein Und Gott. einmal ist der Typ in einem Latexkostüm und du hast ja schön so einen Reißverschluss über dem Mund. Das ist großartig. Okay. Also das ist richtig Kopf aus, geht los. Geil, hab ich mehrfach gespielt. War wunderschön. Okay. Ich Hat mich glaube, von der das spuk ich. Brutalität so ein bisschen an ein Spiel erinnert, was auch auf dem Index liegt, nämlich Manhunt. Das Da sagt ist mir wiederum es ja nichts. auch so. Ja, Manhunter bist du halt auch quasi an Jäger und kannst Leute hinrichten, aber auch auf übelst brutalste Art und Weise. Ja, Oh das war ein Gott. bisschen heavy, das Spiel, glaube ich. Richtig gestört war das. Ja, Also. das ist aber auch irgendwie dann nichts für mich gewesen. Das fand ich schon ein bisschen so. Also ein bisschen über der Linie irgendwie, fand ich. War das nicht sogar von Rockstar? Ja. Ja, ne? Jo. Mal zurück zu Alone in the Dark. Ganz kurz nur. Das hatte ich irgendwann angefangen, aber es gab irgendeine Szene auf einem Dachboden. Ich weiß, am Ende war die direkt am Anfang, keine Ahnung. Aber ich bin da nicht weitergekommen. Ich kam da irgendwie nicht raus. Und da war es dann für mich leider vorbei. Also muss sagen, da war ich auch noch sehr klein. Ah, die Das Serie ist schon ein bisschen älter, glaube ich, ne? schon eine Weile Ja, her. die Serie Ja, ist das war auch schon noch echt schöne älter. Polygon-Pixel-Klick-Klack-Grafik-Gedöns. War toll. Damit hat es dann angefangen und dann irgendwann hat es die Ära geschafft auf dem mit quasi vorgefertigten Hintergründen und du hast da quasi deinen Charakter gespielt und da durchgelenkt, so ein bisschen wie bei Resident Evil. Okay. Und das war Alone in the Dark, die New Nightmare, hat auf einer Insel gespielt gehabt, nachdem man an Edward Carnby spielt man dann, den bekannten Typen, aber der auch im Film vorkommt, quasi. Das basiert ja quasi auf dem Videospiel Alone in the Dark in the Nightmare. Und dort ist man auch in einem Haus zugange und man merkt, okay, dort ist irgendwas nicht so, wie es zu sein scheint. Und man geht dann ganz auf den Grund und merkt dann, dass man irgendwann ganz tief in der Scheiße drin steckt. Das hat auch was mit der, so ein bisschen mit der Maya-Kultur und Mythologie zu tun. Also es geht dort auch um Okay. ein Portal in eine andere Welt und sowas. Irgendwann haben sie dann es geschafft, auf die neue Generation von den Konsolen umzusteigen. Ich glaube, mit Alone in the Dark als Standalone-Titel war dann wiederum zu actionlastig, null gruselig, einfach total schrottig und grässlich. Und es gab nochmal, glaube ich, 2014 oder 2015 einen neuen Teil, der halt auch so ein bisschen GTA-Style hatte und da war es irgendwie komplett vorbei. Was Also, geht die Ast-Style? ja, also Also klauen. Open World aufgebaut, ganz, ganz schräg und mit Glitches vollgepackt und alles Mögliche. Das Spiel war einfach grausig. Also. Richtig schlecht programmiert und einfach storytechnisch null. Also Ja, mit dem Franchise das finde ich ist immer dann so halt auch schade vorbei eigentlich. gewesen. Ja, das ist immer genau das eben, was wir auch letztes Mal gesagt haben mit Resident Evil, dass halt teilweise so extreme Einflüsse von außen dann so sind, weißt du, wo die halt einfach sagen, wir brauchen halt, dann ist eben dieser Business-Aspekt einfach viel zu groß. Sie sagen, oh, alle spielen Call of Duty, wir müssen, die Spiele sollen actionlastiger sein, Leute wollen Action, so. Ja, aber es muss halt auch irgendwo passen und halt so ein Spiel wie Resident Evil, was halt so von dem Beklemmenden und halt klar, die Zombies, du hast immer Knarren gehabt und sowas, das ist schon richtig.
Aber wenn du mal siehst, das erste und dann halt Teil 6 war es da, glaube ich, wo es so total abgedreht war. Ja. Das sind einfach Welten dazwischen. Da siehst du halt, was das halt für einen Einfluss hat. Und das ist echt traurig. Also ich bin echt, wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn ich Teil 7 irgendwann mal spielen kann mit der VR-Brille. Ich habe bis jetzt immer nichts gehört davon, wann es kommt auf Steam. Aber ich rufe mal an bei Capcom, frage mal. Teil 7 war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Das war richtig Brainfuck. Das ich freue mich so ordentlich. Also das und die DLCs dazu, da war ja auch nochmal... Oh. Also diese ganzen Zusatzinhalte, die du hattest. Aber ich denke, da kommt noch was deswegen. Ich bin mal auch gespannt, ja. Ein anderer Titel ist nämlich von einem kleineren Studio. Da gab es dann auch ein DLC dazu, nämlich dann Layers of Fear. Ja, Bloober Team. Genau, Bloober Team, die auch Observer gemacht haben. Genau. Ja, und in Layers of Fear bist du quasi ein Künstler in einem Haus und bist teilweise auch so ein bisschen überfordert, was jetzt eigentlich los ist. Das ist irgendwie sehr beklemmt und keiner ist da. Man findet allerlei Notizen. Man findet allerlei Notizen von seiner Frau und dann wird einem klar, umso weiter man sein Gemälde vervollständigt, was eigentlich der Hauptsinn des Spiels ist und was man machen muss, wie sich das Ganze zusammenstrickt, dass er jetzt auch nicht der hellste Stern und der beste Mann ist, den man sich vorstellen kann. Und es gibt zwei Arten, dieses Spiel zu beenden. Und zwar, indem man die Frau von ihm quasi entgegenkommt. Also sie ist das manifestierte Böse. Oder sie komplett ignoriert. Also dementsprechend richtet sich auch auf das Ende und wie das Gemälde am Ende gemalt wird. Fand ich auch sehr gut gemacht. Also dass sich das dementsprechend anders gestaltet. Und jeder Raum, den man neu betritt, wiederum ist anders aufgebaut. Das fand ich auch krass, wo ich es, also ich habe es selber nicht gespielt gehabt, aber also ich hatte es komplett durchgesehen und alles, dass man erkennt die Handschrift bei Observer auf jeden Fall, wenn man Layers of Fear kennt, und das ist total krank, also wirklich, was ich dort gesehen habe, das war, also es war wirklich immer so eine Atmosphäre, was kommt als nächstes, und das war so, also auch von der ganzen Story her so abgespaced, also also gerade auch dieses Thema dieses gebrochenen Künstlers irgendwo. Auch geil war, die hatten ja Rotkäppchen mit drin. Und der böse Wolf. Witzig daran, in Observer wieder Rotkäppchen und der böse Wolf. Irgendwie scheint denen das zu gefallen. Finde ich auch geil. Hatte ich wieder gesehen, war lustig. Hat mich direkt auch an Layers of Fear erinnert. Aber das Spiel war wirklich total krank. Also meine Schwester hatte das mal gespielt. Die saß auch irgendwie nur schüttelnd vorm Rechner. Großartig. Von der Leistung her, muss ich ehrlich sagen, war ziemlich geil. Also auch die Umgebung war auch sehr liebevoll gestaltet, wenn man sich das mal anguckt. Sehr detailreich. Mhm. War sehr schön. Ja, das fand ich in Layers of Fear auch richtig gut gemacht. Einfach hochauflösende Texturen, sah super geil gemacht aus und der Mann hat anscheinend eine sehr große Rattenphobie, also Ratten sind dort auch wieder ein Thema. Überall fallen, überall. Und ich habe es ja durchgezockt und noch aufgenommen. Und da gab es eine Szene, da stand die Alte hinter der Tür, wubbelt so rum. Ja, und ich dachte mir so, was? Nö, Tür zu. Und dann so, scheiße, die kommt immer näher. Und dann wurde der Raum auf einmal irgendwie komplett dunkel und schwarz. Und ich dachte mir so, Alter, mach die Tür nicht auf. Weh, du kommst hier rein. Ey, ich piss mich ein. Richtig cool. Aber also, was hast du eben gemeint mit den Räumen, was da immer anders ist? Oder was hast du die Räume verändern sich nach und nach, umso weiter man ins Spiel reinkommt. Also da ist dann irgendwie so schwarze, flüssige Farbe an der Wand und die Räume verbiegen sich und alles. Es wird einfach alles psychisch immer weiter belastender, umso weiter man ins Spiel kommt. Und das ist halt das Krasse daran, weil es baut immer mehr permanent Druck auf, umso weiter du im Spiel kommst. Und das ist halt echt richtig krasser Psychoterror irgendwann. Also okay. Das ist cool. In Hortus oder wie der heißt, der DLC, wird darum die Kerbe geschlagen. Es wird einen Hinweis gegeben, dass man eine Tochter hat. Die wurde ihm weggenommen. Ah, ja, stimmt. Und im zweiten Teil, also im DLC, ist es halt so, dass man quasi die Tochter spielt, die wieder zurück nach Hause kommt. Und dementsprechend, wie du das Spiel beendet hast, fängt die Story dort an. Und das ist halt auch richtig geil gemacht, weil du gehst nochmal quasi in das Haus zurück, wo du am Anfang warst, nur in der Tochter. Und die hat auch wiederum ihre eigene Welt, in der sie sich befindet, ist alles sehr kindlich noch und in ihren Erinnerungen festhält an den Vater. Ultra geil gemacht und richtiger Plot-Twist. Okay. Hammer Spiel. Das klingt richtig gefesselt. Auf meiner Platz 7. Ein anderes Spiel, was rauskam, wovon ich das Franchise sehr, sehr, sehr liebe, ist von Sega. Alien Isolation. Hass. Großer Hass. Also es gibt kein Spiel, was ich jetzt endlich mal nach Space Marine so sehr gefeiert habe, nachdem es ein Bockmist war.
Ich dachte, in Alien Isolation haben sie einfach alles richtig gemacht, was sie richtig machen könnten. Ja. Es sieht unglaublich gut aus. Es erinnert mich sofort an die ersten Alien-Teile. Ja. Und das Alien stimmt. ist quasi so permanent irgendwie da und irgendwie auch nicht. Also du hast die ganze Zeit dieses beklemmende Gefühl, dass es aus irgendwelchen Rohren kommt und du siehst einfach nur irgendwas von der Decke sabbern und weißt ganz genau, wenn ich jetzt da lang gehe, ist vorbei. Also ich hatte noch lange nicht mehr so eine beklemmende Atmosphäre mit Kopfhörern gezockt. Panik ohne Ende. Ja, vor allem, ich fand's so genial, wo das Ding das erste Mal kommt. Also das, du bist da unter so einem Schreibtisch irgendwie, dann kommt so dieser Schwanz da so drauf und zieht sich da so rüber. Das sieht einfach mal schon so cool aus. Und dann ist sie erstmal weg. Und du weißt jetzt gar nicht so, okay. Da habe ich gedacht, gut, gehe ich mal vorsichtig hinterher, weil du musst es ja dann wieder, du bist irgendwie 3 Stockwerke runtergegangen, musst irgendwas aufmachen da, um dann irgendwie durch in dem großen Raum am Anfang da durch so eine Tür zu kommen. Oder irgendwie sowas war das. Und dann gehe ich da hoch so. Habe ich immer gehört und geguckt und ich habe mich so langsam da bewegt. Ich habe zwischendurch dann immer gespeichert und dann bin ich in diesem Riesenraum und da waren irgendwelche Soldaten oder was sind da? Also halt irgendwie. Ja, so Menschen. Überlebende der Station halt. Genau, aber die sind ja dir auch feindselig gegenüber. Ja, ja. So, und dann habe ich nur gesehen, okay, das läuft da hin und die waren irgendwie am Fighten da. Da ist alles klar, ich renne los, so weißt du. Dann renne ich so und laufe und dann bin ich kurz vor der Tür und auf einmal bleibt der stehen. Also mein Charakter, so weißt du, denkst so, hä? Ja. Und dann guckt er so runter und du siehst, wie das Teil schon so durchsteckt, weißt du? Und ich denk so, scheiße, Alter. Und dann siehst du so die Hand, wie sie von oben so vor dein Gesicht kommt und zieht dich so weg. Mhm. Das habe ich immer noch, habe ich noch so einen Clip damals von gemacht, auf der Xbox war das ja. Mhm. Ey, so geil. Und das Spiel muss ich echt sagen, das habe ich so gefeiert. Also das war echt richtig cool, auch wie du da gibt es auch eine VR-Version von übrigens, ne, by the way. Mhm. Ja, ich weiß. Muss ich unbedingt mal über irgendeine Drittsoftware geht, das bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Also das muss ich auch echt sagen, das war einfach so geil, wie du das auch dann, du konntest dich auch immer verstecken dann vor dem Vieh in irgendwie in so Schränken und so. Mhm. Also das beste Alien-Spiel ever. Das wurde auch immer schlauer. Also die KI, da haben sie ja viel drüber geredet, über die KI des Alien. Wie das mitlernt und alles. Das war irgendwie so, der eine Teil wusste immer, wo du bist und der andere nicht. Und je nachdem, wie du gespielt hast, hat sich das anders verlagert. So hatte ich das jetzt vor einer Weile mal gelesen. Also das war total krass. Aber am Anfang hatte ich das in den Schränken und so. Da musstest du nichts machen. Und irgendwann musstest du dich ja zurücklehnen, Atmen anhalten und diesen ganzen Scheiß machen. Weil das Vieh einfach echt immer, hat überall geguckt, hat in die Rohre geguckt, hat in die Schränke geguckt. Das war total krank. Also ich hatte das im Let's Play gesehen und hatte es dann angefangen. Das heißt, ich wusste im Prinzip, was mich erwartet. Und trotzdem hat mich jede Stelle so dermaßen erschreckt. Das war bitter. Also schon diese Umgebungsgeräusche und ja, auch hier Sevastolink und wie das alles hochkam. Das war so geil gemacht. Also die Umsetzung war wirklich der Hammer. Ich finde ja die Filme auch, also Teil 1, 2 und 3, Teil 2 ist mein Liebling schon, weil das einfach actionmäßig so geil gemacht. Michael Biehn, also großartig, wirklich nur geil. Das Spiel war, also auch das Alien war von der optischen Gestaltung her so, so gut gemacht. Also geil. Wirklich, wirklich grafisch super umgesetzt. Also auch von der ganzen Atmosphäre super gemacht. Daumen nach oben. Also war wirklich geil. Ja. Was man echt sehr hoch anrechnen muss, ist auch, dass sie sich auch exakt und genau mit den Story-Inhalten der Filme auseinandergesetzt haben. Das muss man denen auch hoch anrechnen, weil man spielt ja Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley. In dem zweiten Teil wird ja auf die Kerbe geschlagen, dass sie eine Tochter hatte, die doch gestorben ist. Ne? Und so wird quasi jetzt durch ein Spiel aufgelöst, was jetzt eigentlich mit Amanda passiert. Wer ist sie überhaupt? Über diesen Charakter einfach mal ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Da muss man sagen, hat Sega echt was geschaffen, was für mich einfach diese quasi einen neuen Alien-Film geschaffen hat im Prinzip. Also auch vom ganzen Look her, dass es sich genau an diesen Szenen orientiert, wie damals aus dem ersten Film von Ridley Scott. Ja, ist halt so dieser typische 80er-Dings, mit denen auch mit diesen Computern und sowas die ganze. Der ganze Style. Also, das ist nicht irgendwie so eine neumodische war wie Prometheus, sondern dass es genauso diesen Look hatte, wie ich ihn immer schon gerne haben wollte. Also, die haben mir genau das richtige Spiel gemacht, was aus dem Alien-Franchise kommt. Ah, definitiv. Und dass der DLC quasi auch nochmal die Geschichte zeigt, der Crew, die dann nachher auf dem Planeten ist und das Raumschiff finden. Ach stimmt, Weil dann spielt man Ellen Ripley und landet dort in dem Alien-Raumschiff mit dem großen Raum, wo dann dieser große Typ ist, dem das Alien aus der Brust gesprungen ist. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es ein DLC gab, ehrlich gesagt. Mm-mm. Also ich weiß, dass es so kleine DLCs gab, aber ich dachte mal, es ging so um irgendwas anderes dort. Na, das war der Story-DLC, der quasi dann spielt, wenn man diesen DLC hat, muss man im Hauptspiel mit einer Person reden. Einer überlebenden Person. Von dem
Von der Nostromo, oder? Hieß der so? Nee. Ja, ja. Glaub schon. Das Schiff war die Nostromo auf jeden Fall. Also aus Teil 1. Das. Ja, ja, genau, die Nostromo. Ja, und einer der Überlebenden der Nostromo, den findet dann wird quasi umgeleitet in die Geschichte, weil sie fragt, was er über ihre Mutter weiß. Und dann schlägt dieser DLC an. Ah, ultra okay. Gut gemacht, also sehr, sehr intelligent eingebaut von Sega, muss man sagen. Fand ich extrem gut. Auf der 5 habe ich ein älteres Spiel, was aber für mich jetzt auch den Horror quasi so, was auch unter anderem Jumpscares antrifft, perfektioniert hat, ist Forbidden Siren. Kennt das jemand? Nee. Sagt mir nicht. Forbidden Siren war auch ein japanisches Horrorspiel, wo man eine Gruppe von Leuten spielt, die quasi dann sich aufmachen, ein altes Gebäude zu erkunden und dementsprechend trifft man halt auf die Person dann nachher wieder, die von Begegnungen berichten und man merkt einfach, dass die Personen nicht mehr sie sind, die man am Anfang kennengelernt hat. Und das ganze spielt sich halt immer nur in dieser Szenerie ab von, wie soll man sagen, von Cutscenes hauptsächlich, aber auch sehr beklemmende Atmosphäre. Also man weiß, dort ist irgendetwas, nur man sieht es halt auch nicht. Und das ist halt das, was, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, was zum Henker ist es? Und es wird bis zum Ende halt nicht aufgelöst. Es gab ein Forbidden Siren 2, was ich jetzt sehr irgendwie zu actionlastig fand, wo es dann darum geht, ja okay, es sind irgendwelche Geister, die sind böse und sowas. Aber Forbidden Siren auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel. Sehr gut. Okay. Habe ich jetzt aber auch. Aber du hast gesagt, das ist älter, oder? Ja, das ist für die PlayStation 2 oder 1 war es, glaube ich. Ah, okay. Von 2004 oder sowas. Also, es muss das ist schon eine Weile her. Hatte ich gerade nachgeschlagen. Ein anderer Titel. Oh, ich sehe ja schon 1:06. ich halte mich mal jetzt kurz. Ja, kein Stress. Ein anderer Titel, das ja nicht so die Aufmerksamkeit draußen erregt hatte, was auch mehr so ein kleiner Geheimtipp war, was ich jetzt wieder am Zocken bin, um es nachzuholen, ist Deadly Premonition. Ja. Deadly Premonition von Rising Star Games, von einem kleinen Team gemacht, erinnert mich auch so von der Art und Weise der Storyerzählung natürlich sehr stark an Twin Peaks. Und es gibt viele Anlehnungen an Twin Peaks, an die Serie von David Lynch und Mark Frost. Und das Spiel hat einfach die Steuerung aus der Hölle. Also ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was sich so scheiße steuern lässt wie dieses Spiel. Die Grafik ist grottig, aber irgendwie hat dieses Spiel angefangen, so eine Atmosphäre aufzubauen und so einzelne Charaktere herauszuarbeiten, die es sich nicht für möglich gehalten hätte. Also jeder Charakter ist da so abgespaced und irgendwie scheinen die überhaupt nicht irgendwie zueinander zugehörig zu sein. Und andererseits sind diese Charaktere auch von ihrer Art und Weise her so gut ausgebaut, dass ich mir gedacht habe, alter Schwede, das Wahnsinn. Und auch, dass du halt mit dem Auto rumfahren kannst, du kannst viel erkunden, die Kämpfe sind lau, das ist nicht so geil, die sind schnell erledigt, die Gegner, du kannst auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spielen irgendwann, es ist immer noch lau. Aber alleine den Charakter, den man spielt, Francis York Morgan, FBI Agent, mit seinen Sätzen und dass er sich immer mit seiner Marke vorstellt, nennen sie mich York. Ne? Also so richtig stereotypisch dumm, ja, hat mich auch teilweise so ein bisschen an so ein Akte X-Flair erinnert, hat dieses Spiel für mich einfach so legendär gemacht, weil es auch ja, diese Sparte geschafft hat zwischen komplett bekloppt und scheiße, zwischen gruselig spannend und wirklich sehr beklemmende Atmosphäre. Und das Ende war auch wiederum so, boah, richtig herzzerreißend. Okay. Ja, ich habe schon gedacht, hast du das auf deinem Kanal sogar? Ja. Ah, eben, ich habe es nämlich irgendwo neulich mal gesehen, da habe ich gedacht, ich gucke mir das mal auf jeden Fall an, weil das ist so ein Ding, das habe ich seit Ewigkeiten schon auf meiner Liste, weil ich mal echt so viel schon darüber gehört habe, eben genau das, was du gesagt hast, dass das halt eine der geilsten Videospiel-Stories überhaupt haben soll, das halt super atmosphärisch ist, aber halt eben, wie du sagst, katastrophale Steuerung und Technik halt für den Arsch und so, aber eben, dass halt die positiven Aspekte so krass überwiegen, dass du halt über dieses Ganze, was ein Videospiel eigentlich ja ausmacht, Gameplay und ne, Grafik vielleicht dann noch so dazu, dass du halt darüber echt hinwegsehen kannst und wollte ich mir eben angucken. Aber vielleicht schaue ich mir das mal bei dir an. Dann brauche ich es nicht selber spielen. Ich habe eh keine Zeit. Ja, kannst du gerne machen. Ich bin jetzt dabei, es wieder aufzuholen. Aber ich habe schon gut was. Also, ich glaube, beim Viertel, glaube ich, war ich ungefähr so. Ich habe es mir damals für die Xbox gekauft gehabt. Zum günstigen Preis. Als ich noch beim GameStop geschafft habe, hat das einer abgeben wollen. Habe gesagt: Hier, gib es mir. Ich kaufe es dir ab. Okay. Habe es dann auf der Xbox erstmal komplett durchgezockt und habe es mir dann bei Steam geholt in der Director's Cut-Version. Weil die Director's Cut-Version kam dann für die PlayStation 3 raus. Ah, stimmt. Da haben sie es nochmal portiert für einen PC. Ja, stimmt. Ja. Auf meiner 3 ist ein Spiel, was ich auch sehr, 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 sehr gefeiert habe und was ich auch von der Story her sehr schön fand und auch sehr gut ausgearbeitete Charaktere wunderbar gemacht ist, Colonel Darkness. Welches?
Eternal Darkness. Eternal Darkness. War ein Spiel, das gab es damals für die GameCube. Ich glaube sogar Only, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Man spielt quasi eine Frau, die erfährt, dass ihr Großvater gestorben ist und man macht sich quasi auf die Suche nach ihrem Mörder. Und das Ganze spielt sich halt auch in einem alten Haus ab und man untersucht quasi verschiedene Räume und man findet dann wiederum einen Raum, auf den man dann stößt, nachdem man das rausgefunden hat, das Buch of Eternal Darkness. Das ist ein Buch eingebunden in Menschenhaut. Dieses Buch lecker. Ist quasi dann Dreh- und Angelpunkt im gesamten Spiel. Man liest weiter in diesem Buch wandert, und das fand ich halt extrem geil, in andere Zeitebenen ab. Man spielt sogar im alten Ägypten, man spielt dann wiederum in London und wiederum in den Haus in einer früheren Zeit. Man spielt quasi die Ahnen. Okay. Und das ist halt richtig cool gemacht. Man hat dort verschiedene Arten von Zaubern. Das Monster-Design ist für die damaligen Verhältnisse auf der GameCube jetzt nicht so krass, wenn man sich Resident Evil Zero und Resident Evil 1 angeguckt hat. Mhm. Aber so von der Atmosphäre und vom Story-Inhalt her habe ich lange kein Spiel mehr gehabt, was mich so sehr gefesselt hat wie Eternal Darkness. Und es war auch sehr gruselig beklemmend. Und eins hat dieses Spiel nämlich am Anfang gemacht, was ich bei Shadow of the Damned auch war, richtig geil fand. Du wirst sofort in die Action geschmissen. Keine Tutorials, nix. Okay. Es fängt nämlich an mit einem Traum, und dann machst du auf und dann merkst du, okay, es kommt gerade ein Anruf rein und dann ruft dich die Polizei an und beordert dich zurück als letzten Überlebende bzw. Ahnen. Okay. Und das Ende ist halt auch sehr, es geht halt um auch, jetzt nicht so viel vorwegzunehmen, um alte Götter. Mhm. Also das Spiel ist sehr, sehr tiefsinnig und sehr, sehr gut ausgebaut. Für die damalige Zeit, für die GameCube auch eigentlich nicht schlecht gemacht. Okay. Ja, ich kenne es ja, wie gesagt, nur vom Namen her, so ich habe vielleicht ein, zwei Bilder gesehen, aber das ist ein bisschen. Ich habe immer irgendwie, wenn ich Eternal Darkness höre, so ein Ding mit irgendwie Skeletten im Kopf. Irgendein Bild davon. Ich weiß nicht, ob das ist überhaupt. Du denkst aber an Army of Darkness. Nee, nee. Armee der Finsternis. Nee, aber ja, es kommen dort auch Skelette vor und Zombies und sowas. Man kann auch dann später dann durch Beschwörungen halt auch selber Kreaturen erscheinen lassen. Ah, okay. Das muss man dann aber auch dann erst freischalten. Aber das, wie gesagt, das ist halt sehr, sehr vielschichtig, das Spiel allein, durch das man verschiedene Ahnen spielt in verschiedenen Zeitepochen. Auch in so einem alten Maya-Tempel und sowas. Das ist schon sehr, sehr krass gemacht. Klingt auf jeden Fall cool und abwechslungsreich dann. Mhm, definitiv. Ich habe es mir dann direkt geholt gehabt, nachdem ein Mitbewohner mir eine GameCube mal geschenkt hatte. Okay. Natürlich alle Resident Evil-Spiele für die GameCube und dann natürlich noch Eternal Darkness. Okay. Auf meiner Platz 2 ist natürlich ein Titel, den wir natürlich alle kennen. Wir haben schon lange drüber geredet gehabt. Ist es endlich soweit? Natürlich Resident Evil. Ein spezielles oder die Serie an sich? Was hast du da auf Platz 2? Einfach die komplette Serie. Also man kann ja von Teil 5 sagen, was man will und halten, was man will. Es sind trotzdem Spiele, die existieren. Man kann sagen, okay, Capcom hat sich dann in eine falsche Richtung lenken lassen und wollten dann zu viel Action in eine Story einbauen und irgendeine Story schaffen, beziehungsweise einen Inhalt mit Charakteren, die man kennt, aber die Story wiederum keinen Sinn macht. Wesker war in Teil 5 einfach ein erbärmlicher Gegner. Die ganzen anderen Gegner waren einfach teilweise zu lasch irgendwie. Der Kettensägen-Typen, den hatten sie wieder eingebaut aus Resident Evil 4 in ein anderes Setting verbaut. Ja. Und Teil 6 war dann auch wiederum so Michael Bay Resident Evil. Also es war jetzt für das, was damalige Fans der Serie kannten, einfach nicht mehr das Resident Evil, was sie sich erhofft hatten, weil es wurde viel Marketing um Teil 6 betrieben. Es wurde viel in der Trailer produziert dafür und es kam bei einigen Leuten auf der Gamescom teilweise schon schlecht an. Natürlich kam es dann trotzdem in den Handel und ja, Capcom hat sich damit quasi fast das komplette Franchise zerhauen. Mit Resident Evil 7 haben sie dann natürlich die Kehrwende geschafft, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Ego-Shooter diesmal aus diesem Spiel machen und das Franchise versuchen zu retten mit einer eigens gebauten Engine dafür. Haben es auch bravourös hingekriegt, also eines der besten Resident Evil seit langem. Mhm. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es vielleicht noch einen Teil 8. Teil geben wird. Ich denke mal schon, wo das Setting aber diesmal stattfinden wird. Man weiß es nicht, aber alleine ja, Resident Evil 7 ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen kann ich es ja sagen. Oder was? Das Ende. Keine großen Spoiler, ich muss noch spielen. Jetzt im ist es sogar erstmal ein Jahr alt, oder? Okay. Ja, doch, ich glaube schon, ungefähr so. Also man trifft auf jeden Fall einen bekannten Resident Evil-Charakter. Okay. Aber verkauft hat sich trotzdem nicht so gut.
Teil 7. Also es ist ja schon hinter den Erwartungen geblieben und eigentlich, ich glaube, umsatztechnisch war es jetzt auch nicht so der Hit. Was ich eigentlich immer schade finde, weil das ist wieder genau das Problem dann wieder an der Sache, dass sie dann sagen, guck mal, Teil 6 hat sich vielleicht besser verkauft, dann sagen sie, ja, die Leute wollen doch Action. So, jeder will, sagt dann halt wieder, eigentlich will er es nicht, also die Leute, die das Spiel spielen, wegen diesem Horroraspekt oder wie auch immer, die wollen das halt nicht, die wollen genau dieses Spiel, aber die Zielgruppe ist vielleicht einfach so klein und der Markt für diese ganzen Action-Assis, die Call of Duty da mit 13, 14 Jahren spielen, ne, der ist halt viel größer und die dann sagen, hey, geil, Zombies, so, weißt du, und das ist einfach so das Traurige, dass es halt im Endeffekt wieder nur um die Kohle geht, das ist klar, es ist ein Geschäft, das ist ein, ja, die wollen ihr Zeug verkaufen, so. Aber ich finde es schön, dass sie es jetzt gemacht haben und ich freue mich echt mega drauf und ich hoffe wirklich, ich habe davon schon gesagt, ich warte einfach jeden Tag auf diese Ankündigung. Keine Ahnung, ab Januar für Steam mit VR-Unterstützung. Es soll kommen. Sie haben es immer gesagt eigentlich. Ich bin gespannt. Also, wie lange das noch dauert, wie lange ich noch warten muss. Also das Resident Evil Franchise alleine ist ja so viel passiert. Es sind viele auch Handheld-Adaptionen rausgekommen, beziehungsweise auch kleinere Spiele, wenn man Resident Evil Revelations guckt, schlägt natürlich wieder mit alten, bekannten Protagonisten in die Kerbe, natürlich weibliche Protagonisten wie Claire Redfield und Jill Valentine. Also zwei der Protagonisten der weiblichen, die ich sehr, sehr mag. Rebecca Chambers natürlich auch, aber die kommt halt relativ selten vor. Aber allgemein, die Charaktere aus den Resident Evil Franchise sind sehr gut ausgebaut, sehr gut gemacht. Die haben einen richtig guten Story-Inhalt und man muss natürlich sagen, die Antagonisten, die Gegner sind immer am Anfang natürlich mit so einer Leidensgeschichte behaftet, wie jetzt zum Beispiel bei William Birkin aus Resident Evil 2. Ja. Hab ich direkt dran gedacht. So, der war irgendwie auch irgendwie am. Also als Charakter fand ich den am interessantesten. So. Wie er auch so diese ganzen Stufen so durchmacht von der Evolution, wie er dann am Ende so dieses Riesenvieh wird das und so. Das Riesenvieh, ja. Und dann irgendwann so in der mittleren Proportion, sag ich mal, mit dem Auge hier an der Seite. Ist auch eines der meistbekanntesten und oft genutztesten Cosplays irgendwie, das ich gesehen habe aus dem Resident Evil Franchise. Richtig, also man muss sagen, die Antagonisten sind immer sehr gut ausgearbeitet und wie gesagt, sehr, sehr furchteinflößend, die Mutationen. Und auch man hat immer irgendwo einen Gegner, der halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, einem auf den Fersen ist und nicht von einem locker lässt. Sei es jetzt in Resident Evil 1, dass die Lisa oder den großen Tyrant, den man dann später trifft in Resident Evil 1 oder in Resident Evil 2 ist es halt auch hier, wie heißt es jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, Birkin, klar. Und in Resident Evil 3 ist es der Nemesis, wie der Titel schon verrät. Im Zweier hast du ja noch diesen einen Typen, den sie da vom Hubschrauber absetzen auch. Ach so, den Glatzkopf, ja. Ja, ja, der mal durch die Wände rennt und so. Den fand ich auch geil. Also, Stars, bam, und zack, durch die Wand. Der war so geil, ey. Ja, den fand ich halt. Irgendwie nur nervig, nicht creepy. Aber was hältst du, wie findest du denn Code Veronica? Also, Code Veronica X habe ich ja auch noch hier und das ist für mich jetzt unter anderem eines der besten Resident Evil-Spiele überhaupt. Ja. Also Code Veronica X, alleine Claire Redfield, die Powerfrau, hat es für mich so rausgerissen. Auch der Anfang, dass man da in dieser Zelle hockt, in der Wachmann und so ein gedämmtes Licht und kommt dann da raus und auf einmal fängt an, Zombies aus dem Boden aufzustehen. Also so klassisch wirklich Zombies aus der Erde kommend und die nicht irgendwie rumtorkeln, sondern so die Nacht der lebenden Toten und Claire hat überhaupt gar keine Waffe, weiß nicht zu wehren und alles ist schlimm. Und die Leute, die man dort auch trifft, irgendwie, also der Junge, muss ich sagen, der war teilweise echt ein bisschen nervig, aber wenn man dann weiß, warum der dort ist und was mit seinem Vater passiert, ist schon richtig schlimm. So genau kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur, es hat ja auf so einer Insel gespielt und da war ja diese Familie, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, da ist ja nach und nach, die waren ja auch alle total crazy, die haben ja auch irgendwie zu Umbrella gehört oder hat den, glaube ich, die Firma gehört oder was, glaube ich, Story-mäßig. Ich weiß gar nicht mehr, unter den ganzen Experimenten und sowas, was sie da gemacht haben. Und dann noch, die waren ja, ich weiß noch, der eine Typ da mit seiner Sniper, was er da, glaube ich, in dem Turm gehockt hat irgendwie. Ja, und da hat er ein Gewehr oder sowas oder Pistolen, weiß ich nicht. Der hat auf Claire auf jeden Fall geschossen, dann hat sie dieses Licht ausgemacht, diesen großen Scheinwerfer und dann kam sie dann irgendwann ins Gespräch. Ne. Aber was ich halt an dem Spiel so geil fand, war, das war ja wirklich das erste, was komplett in 3D war. Also was keine vorberechneten Hintergrund hat. Und das fand ich, ist da so, ich habe es halt auf der Dreamcast gespielt damals. Und das Spiel sah einfach so cool aus. Und ich habe echt ein bisschen gedacht, so, ob das funktioniert so mit 3D. Und, aber es war so genial mit den
Set-Pieces war halt immer noch so, dass du halt, glaube ich, ja abgetrennte Areale hattest und auch immer eine relativ fixe Kamera, teilweise hat die dich dann so verfolgt und so. Ich glaube, ein Ding war zum Beispiel, wo du so einen Gang lang gelaufen bist, war die Kamera direkt hinter dir so, und du bist so halt durch den Gang durch und teilweise wieder von der Seite, von oben und so. War ziemlich cool gemacht. Also das war auch, also da muss ich echt sagen, es war eins der für mich besten Resident Evil Teile. Und da habe ich aber auch das Gefühl, haben sie so ein bisschen auch angefangen, mehr so in diese Action-Richtung zu gehen, weil es gab ja auch viele so diese typischen Matrix-Szenen dann, da weiß ich noch, wo der eine mit den zwei Maschinengewehren oder sowas habe ich immer noch so in Erinnerung, wo er durchs Fenster springt, so Slow Motion, irgendwie da rumballert und so. War für den, also ich fand es in dem Moment, fand ich es okay, es war jetzt nicht so übertrieben, also es war jetzt nicht konstant das ganze Spiel so, aber da hat es, glaube ich, so leicht angefangen, so ein bisschen mehr die, also mehr in Richtung Action zu gehen. Aber es war ein geiles Spiel, muss ich jetzt sagen. Ja, da hat man so diesen Capcom-japanischen Humor so ein bisschen rausgearbeitet gehabt, also dass die Charaktere auch so ein bisschen over dann waren irgendwann. Dass man wusste, man muss das Ganze jetzt versuchen, so ein bisschen aufzuheitern. Das ist eine schlimme Situation. Vielleicht mit irgendeiner lustigen Cutscene oder sowas. Aber ja, du hast recht, Resident Evil Code Veronica X, das erste mit einer wirklich guten 3D-Umgebung plus einer sehr adäquaten, einigermaßen guten Steuerung. Ja, die Story war halt auch cool. Also muss ich echt sagen, dafür, dass es sich halt, ja, ich sag mal, gar nicht mehr so an diese, ich meine, das erste, zweite und dritte waren ja alle schon relativ ähnlich immer so. Du hast immer so eine Stadt gehabt oder halt irgendein, gut, das erste war dieses Herrenhaus so, immer irgendwelche Räume, Türen, Schlüssel finden und so. Gut, das war in dem jetzt auch noch. Aber ich fand, es hat auch viel, also ein bisschen vielleicht, als weil es eine Insel war und halt ein anderes Setting jetzt vielleicht noch so. Aber für mich hat es ja echt viel Frisches gehabt, irgendwie, muss ich sagen. Wobei ich echt sagen muss, dass Resident Evil, was ich mit am schwersten fand und was für mich halt auch einen sehr krassen Story-Nerd hatte, war Resident Evil Zero. Habe ich nie gespielt. Habe ich ja nicht mal von gehört. Leider. Ja, habe ich nur den Anfang mal, glaube ich. Ich habe es mir damals, glaube ich, ausgeliehen. Von so einem, von einer hier Videotheke-Döns da. Das war für Gamecube, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und da ist halt diese komische Fledermaus am Anfang und sowas da. Glaube ich zumindest, oder? Kämpfst du nicht gegen so ein komisches Vieh in so einer Kirche irgendwie am Anfang? Nicht. Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Man ist erstmal am Anfang in einem Zug. Ja, genau. Und da ist doch dann irgendwie so ein Unfall oder sowas dann? Oder irgendwie so mit dem Zug? Es kommt ein großes Vieh, aber das ist keine Fledermaus. Das ist irgendwie so, was ist denn das? Was ist denn jetzt, eine Art Spinnending? Irgendwas? Ah, okay. Also es ist auf jeden Fall irgendwas Großes, Ekliges. Okay. Das Witzige an dem Spiel war ja, man hat ja immer in zwei Charaktere in der Regel. Ja. Man könnte meistens auch nur einen davon spielen. So, und das basiert ja auf der gleichen Engine, die sie gebaut hatten, 1 für das Remake. Und dort hast du natürlich die Möglichkeit, beide Charaktere gleichzeitig zu steuern. Das heißt also, du kannst zwischen den Charakteren zwar wechseln, aber du hast dein Buddy immer noch mit dabei. Es ist nicht so nervig wie in Resident Evil 5, sondern intelligent gemacht. Das heißt, der hilft dir auch richtig und gibt dir auch ab und zu mal eine Heilung und sowas. Ah, okay. Und dementsprechend spielt sich die Story natürlich auch anders, weil du musst dich auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, man ist dann mit Rebecca, die man dann spielt, in einem Waggonabteil, der ist dann zu. Man kommt über eine Leiter oben vom Dach in diesen Zug dann rein. Und unser anderer Protagonist, fällt gerade sein Name nicht ein, der muss dann halt versuchen, diesen Schlüssel zu finden, um sie da rauszuboxen. Das heißt also, denen trennen sich die Wege wiederum. Und in diesem Raum, wo sie ist, muss man was in einen kleinen Aufzugsschacht machen, reingeben, damit er das haben kann und dann wiederum eine andere Tür aufzumachen. Also das ist schon sehr viel Handling und da sind natürlich wieder bekannte Resident Evil Gegner, die Hunde, die Zombies natürlich. Aber grafisch-technisch auch sehr, sehr gut gemacht. Also das hat die Remaster. Habe ich bei mir immer noch an der Wunschliste drin. Muss ich mal gucken, wenn ich mir das mal hole. Dann habe ich fast alle Resident Evil Spiele auf Steam. Okay. Hat mal, also bei mir hat es angefangen mit Resident Evil 3 auf der PlayStation 1 damals. War auch ziemlich geil. Hat mal jemand von euch den Mercenaries Mode gespielt? Nee. Gab es den überhaupt in der normalen Version? Also in der deutschen? Ich glaube, den gab es nur in der Uncut-Version. Gibt es nur in der Uncut-Version. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irgendwie negativ oute. Also ich hatte das Problem da war, also ich hatte den irgendwie schon drin, aber ich hatte mal gelesen, dass der in unseren Regionen, dass sie das so rausgepatcht hat, dass du zum Beispiel, du hast auf Zombies keinen Zeitbonus gekriegt. Dementsprechend war der fast nicht schaffbar. Okay. Ultra sinnlos. Weil ich wollte immer auf die Gatling hinarbeiten. Ich wollte immer diese scheiß Gatling haben. Geschafft habe ich es bloß bis zum Maschinengewehr mit unendlich Munition, was aber auch schon mal ziemlich geil war. Ja, dann die dann
da habe ich's. Dann kam Resident Evil 2 und 1 irgendwie. Also ich hatte, chronologisch war es bei mir alles ein bisschen rückwärts durcheinander. Ja, ne, das Ding war, wir hatten da die PlayStation, habe ich durch einen günstigen Zufall bekommen, sage ich mal. Die war defekt, ich habe es reparieren lassen, dann war es okay. Und dann hatten wir direkt Resident Evil 3. Und die anderen kamen halt erst später zu uns in die Hände. Die 4, 5 und 6 habe ich, ich glaube, ich habe die 4 mal angespielt. Das hatte mir schon nicht mehr so zugesagt. Die anderen habe ich dann sein lassen. Ja, und jetzt halt Teil 7. Und also muss ich sagen, von der Atmosphäre her ziemlich krass gemacht. Ich hätte ja Mia direkt auf die die ging mir so aufs Schwein am Anfang. Ah. Ja, die ist so ein Charakter, wo ich auch sagen musste, boah, die ist anstrengend, die Frau. Ultra. Mhm. Also, das ist wirklich so, oh, sei still, geh bitte, geh, lass mich in Ruhe, ich will mit dir. Ich wär gar nicht hingefahren. Ich hätte gleich so, gut, lassen wir. Sie sagt ja schon, such nicht nach mir. Ja, genau. Man ist natürlich einfach der dumme Protagonist. Man ist ja natürlich der dumme Protagonist, der hinfährt und nach dem Wagen, dem Kamerateam und dass die die Reportage machen. Und ich denke mir so, Alter, das weiß doch alles darauf hin. Hau ab. Scheiß drauf. Das war aber geil gemacht, dass man durch diese Videokassetten eben diese Teams nochmal spielen konnte. Mhm. Also, das war ziemlich cool. Generell die ganze Umgebung war, also auch wie die alle hinterhergerannt sind. Wobei, ich muss sagen, der schlimmste Charakter in dem Spiel war der gerade nicht betroffen war. Hieß der Lukas? Der Sohn? Ja, Lukas, ja. Dieses Dreckschwein, dieser Sadistensack. Oh. Nicht zu viele Spoiler, bitte. Oh, Entschuldigung. Ich hab mir extra nichts dazu angeguckt. Ich weiß gar nichts. Nein, ich habe mir jetzt nichts gemerkt, also von daher. Gut. Aber ich, wie gesagt, das ist so ein Spiel, da bin ich echt schon ein bisschen heiß drauf. Und, ja. Eine gute Sache fand ich noch, die sie mit eingebaut hatten. Erinnerst du dich an das Shotgun-Rätsel aus Resident Evil 1? Wo du die Replika dann austauschen musst mit der richtigen? Ja, die alte da. Mhm. Ja. Das haben sie in Resident Evil eben wieder verwurstet. Okay. Fand ich geil. Hat mich direkt an den ersten Teil erinnert. Also so Kleinigkeiten sind so, die das Spiel auch so wertvoll machen. So Resident Evil-typische Rätsel so ein bisschen eingepackt in dieses Setting. Okay. Richtig schön. Und das war auch Platz 1 gespannt, was du da stehen hast. Ja. Ich hätte gedacht, dass Resident Evil ist. Hat hier jemand Trommelwirbel? Nein, es gibt ein Spiel für mich, was Resident Evil so in gewissen Maßen schlägt, was die Story halt betrifft. Und was für mich halt auch eines der besten Horror-Franchises aller Zeiten ist, ist Silent Hill. Ah ja, gut. Also das ist echt so ein Ding, das tut mir jetzt echt leid, aber ich kann dazu echt gar nichts sagen, weil das ist so an mir vorbeigegangen, weil ich halt auch zu der Zeit keine PlayStation hatte oder wo ich die dann hatte, beziehungsweise ich habe ja alles auf dem PC gespielt damals, was es auf der PS1 gab, also es gab ja dann Gott sei Dank viele PC-Portierungen, aber Silent Hill ist so echt komplett an mir vorbeigegangen. Ich kenne nur den Film, den fand ich geil. Ja, ich hatte das Let's Play zu Silent Hill PT. Also, was ja leider nie wirklich kam, aber naja. Also wenn das durchgesetzt, das war krank, das war nur... Das hätte ich mir auch geholt. Das war echt so gestört, also ja. Da fragt man sich, was geht in den Leuten vor, die das entwickeln? Also die Story dazu entwickeln und alles, das war wirklich gaga, naja. Aber komplett. Ja gut, ist halt, war ja von Kojima, ne? Also von daher, der Mann hat es natürlich Legende. Schon drauf. Also ich bin ja gespannt auf sein neues Spiel da, dieses, wie heißt das? Ich vergesse es. Death Stranding. Death Stranding, wieso tue ich immer Stranding? Ist okay. Das, vor allem hier, ist das Mads Mikkelsen oder so? Wer ist denn ja, der? Mads Mikkelsen. Das war so krass. Also dieser Trailer dazu war ultra. Ja. Grafik. Da bin ich total gespannt drauf, was da kommt. Der Typ hat ja auch wirklich was drauf, muss man sagen. Ja. Auch wenn ich Metal Gear Solid 5 kacke fand, aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, jetzt versucht er ein bisschen mehr, das hat er auch in einem Interview gesagt, mal so komm, mal ein bisschen mehr Story-Inhalt wirklich ausgebautere Spiele zu entwickeln, statt so Metal Gear Solid, was war der Story-Inhalt, ein bisschen plemplemper teilweise. Das hat sich auch kein Meter ernst genommen. Das Spiel fand ich auch cool, warum nicht? Aber ja, Metal Gear Solid 5 war mir dann auch irgendwie so ein bisschen dann zu fad und zu viel, zu viel Action-lastig. Also das hatte ich mir ja, so diesen Stealth-Rumschleich-Aspekt. Also das Gameplay war halt, können wir ganz kurz, aber das Gameplay war halt geil, aber ich fand einfach, ich habe das halbe Spiel, glaube ich, durchgespielt und mir hat einfach komplett die Story gefehlt. Ich meine, Metal Gear lebt von einer Stunde Cutscene, bevor das eigentliche Spiel losgeht. So. Genau. Und da ist so, hier, Mission. Okay, und dann spielst du, denkst, okay, vielleicht kommt jetzt irgendwas. Und irgendwie zwischendurch halt so ein paar Sequenzen auf dem Ding, wo sie da quatschen, aber irgendwie, also ich habe es nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht werde ich es nochmal anzocken, aber ich bin schon sehr enttäuscht. Ich hätte mehr erwartet. Ja, aber eben Silent Hill, erzähl doch mal ein bisschen was, wie für mich als totalen Noob der Serie. Was macht es für dich also halt zur Nummer 1?
Silent Hill macht für mich zu unter anderem halt auch zu Nummer 1. Erstens ist es eine sehr, sehr tiefe, verwobene Story. Und alleine, also jeder erlebt sein Silent Hill anders. Das ist die Kernaussage. Man hat in jedem Spiel einen anderen Protagonisten. Plus, muss man sagen, also Teil 1 und 3 hängen in einer Story zusammen. Das fand ich auch noch sehr gut gelöst. Und die Art und Weise, wie diese Stadt einfach eine Angst in dir auslöst, nämlich nicht, dass es dunkel ist, sondern dieser Nebel. Und das ist für mich halt auch so ein Element, wo ich sagen muss, das war nämlich ein kleiner Trick der Entwickler damals, weil sie gesagt hatten, die PlayStation 1 hatte damals nicht die Power, die kompletten Städte und alles Mögliche darzustellen, dass sie gesagt haben, die verstecken es hinter dieser Nebelwand. Und so wurde das geboren. Und der Schnee und der leise dann auf die Welt fällt, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, diese Angst davor gekitzelt. Und es ist keinerlei Sound da, nichts, einfach nur dieses Dröhnen der Luft, ja, und das schleicht dann irgendwas herum. Also im ersten Teil ist es halt so flatternd, die Viecher sind dort, es gibt ein paar Hunde, die dich anfallen. Und man ist im ersten Spiel Harry Mason, der auf der Suche nach ist, Cheryl. Kennt man ja aus dem Resident Evil, aus dem Silent Hill Film. Okay. In dem Fall wird der Hauptprotagonist von einer Frau gespielt. Und dort ist es halt auch so, dass verschiedene Kamerafahrten auch am Anfang dieses Spiel einfach so unglaublich legendär gemacht haben. Alleine die Tatsache, du wachst auf, hattest einen Autounfall, deine Tochter ist weg. So, man sieht die Tochter, sie wandert langsam in den Nebel ab, man geht in eine dunkle Gasse und auf einmal wird es auch komplett düster und schwarz. Man hat nichts weiter dabei, aus einem kleinen Feuerzeug oder einem Streichholz sogar nur. Man geht weiter, es fängt auf einmal an zu regnen. Also die komplette Welt ändert sich auf einmal. Das ist dieses Dröhnen von Feuerwehrsirenen, man weiß gar nicht, was los ist. Man geht immer weiter und auf einmal hängen dort Leichen überall, du wirst vom Monster angefallen, zack, bist weg. Denkst dir, okay, was ist das für ein Einstieg, bin ich jetzt tot? Nichts, schwarzer Bildschirm, 3 Sekunden später wachst du auf einmal auf in so einem Diner. Okay, wunderst dich, hä, wo bin ich jetzt? Und dort ist eine Polizistin, Sybil Bennett, die ihre Schusswaffe gibt und sie weiß auch selber gar nicht, was los ist. Hauptziel ist natürlich, deine Tochter wiederzufinden und man trifft dort auf sehr viele unterschiedliche Charaktere und die sind alle sehr geil ausgearbeitet mit einer sehr einzigartigen Hintergrundgeschichte, warum, wieso, weshalb und man weiß eigentlich gar nicht, warum sind diese Personen wirklich hier? Ist das jetzt alles eigentlich in meinem Kopf oder passiert das alles wirklich? Also es spielt viel mit deiner Psyche. Mhm. Die Action ist dabei nicht unbedingt träger, sondern mehr so diese Leidensgeschichte der einzelnen Personen und auch die komplette Geschichte von Silent Hill, die dort immer wieder aufgegriffen wird, in jedem Teil. Im ersten, wie gesagt, spielt man Harry Mason und es gibt, was Silent Hill unter anderem halt auch noch richtig geil und legendär gemacht hat, ist, es gibt verschiedene Enden. Das hat das Silent Hill, glaube ich... Was gibt's, verschiedene Enden, oder was? Ja, das hat das Silent Hill-Genre schon so ein bisschen auch immer gepusht, dass quasi je nachdem, was du für Auswirkungen in diesem Spiel machst, oder was passiert, dementsprechend redet sich auch das Ende. Am Ende ist es halt so, in Silent Hill 1 kämpfst du gegen den Dämon oder gegen den Engel. Dementsprechend gibt es halt ein anderes Ende, was sich dann auflöst, was mit Harry passiert ist. Es gibt das Ende, er verlässt Silent Hill mit einem kleinen in sich, also ein kleines geborenes Kind quasi aus dieser Gestalt heraus, aus dieser Lichtgestalt. Oder es gibt das Ende, Harry hatte einen tödlichen Autounfall und es war alles nicht real. Okay. Aber der Film an sich hat jetzt, sage ich mal, nicht, hat er was mit den Spielen zu tun? Kannst, oder greift ja. Er auf? Oder ist es mehr so halt wie bei Resident Evil? Er nimmt halt bekannte Settings und macht halt was ganz Eigenes. Der Film greift viel aus dem Silent Hill Franchise auf, so ist es wirklich. Und es gibt auch einige Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel die Kamerafahrt, wo man die quasi von oben sieht, wie sie langsam in diese Gasse reinkommt. Okay. Diese haben sie 1:1 aus Silent Hill 1 übernommen. Das ist eine sehr bekannte Kamerafahrt. Mhm. Und auch das mit den Sirenen und das Monster-Design ist auch sehr stark an Silent Hill angelehnt. Natürlich die Krankenschwestern, die kennt man aus Silent Hill 4 und 5. Aber allgemein, ja, ist schon nah an dem Spiel, sag ich mal. Also nicht unbedingt am ersten. Alles was du gerade gesagt hast, habe ich natürlich automatisch dann, weil, wie gesagt, ich kenne halt nur den Film, aber eben der Autounfall, das mit der Stadt und sowas dann. Und eben, du suchst deine Tochter ja auch, glaube ich, in dem Film. Genau. Und also es war halt schon eben die Sirenen und sowas dann. Und ich finde halt so geil, dieses mit diesem, was ist das, so Asche oder was? Ascheregen, ja. Ja. Und halt der Typ, dieser Pyramidenkopf, ne, mit dem Schwert, der ist einfach der Hammer. Pyramid Head. Ey, der ist so geil in dem Film, weil er hat ein riesen Schwert, das so hinterher schleift. So. Das ist schon. Der ist halt richtig cool. Übel. Wobei man sagen muss, also für mich als Silent Hill-Kenner ist es halt so, passt das Storytechnik natürlich nicht zusammen, weil Pyramid Head kommt in Silent Hill 1 nicht vor. Mhm.
Pyramid Head kommt erst in Silent Hill 2 vor und ist quasi die Manifestation deines Protagonisten, quasi deiner Sünden. Ah, okay. Und er ist quasi dann derjenige, der dich auch im Spiel verfolgt. Also in Silent Hill 2 spielt man James Sunderland, der auf der Suche nach seiner Frau ist, wiederum in Silent Hill. Er hat einen Brief von ihr gekriegt, von wegen, sie wartet auf ihn an ihrem speziellen Ort, den sie kennen. Und es ist in Silent Hill und man macht sich dort auf die Suche. Und es gibt viele Gerüchte, was jetzt eigentlich mit seiner Frau ist. Es gibt sogar einige, die sagen, wenn man das Spiel durchgezockt hat und nochmal von neu startet, dass es einen Hinweis darauf gibt, dass sie die ganze Zeit über in dem Kofferraum in seinem Auto war. Also richtig krasser Mindfuck, dieses Spiel. Und dort ist ja, es vielleicht gibt es irgendwann mal ein HD-Remake oder sowas. Das wäre natürlich geil. Gab es ja für die Xbox. Echt? Ja. Im HD-Remaster von Silent Hill 2 und 3. Ah, okay. Aber vom ersten nicht, oder was? Wünsche ich mir immer noch. Also ein richtiges HD-Remaster. Boah, krass. Ja, vielleicht gucke ich es mir. Also ich würde es halt schon gerne spielen, weil wie du auch sagst, also gut, für dich ist es jetzt so auf Platz 1. Also ich finde es auch von dem Erzählen her immer sehr interessant. Und das, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich hatte damals nicht so, also ich hatte spät eine PlayStation und dann ist es irgendwie auch komplett an mir vorbeigegangen. Also das wird mich auf jeden Fall noch reizen, irgendwann dann nochmal da. Wie viele Teile gibt es insgesamt? Fünf. Also fünf. Ich sag mal so, es gibt fünf Hauptteile. Es gab noch Silent Hill Shattered Memories und Silent Hill Origins. Okay. Silent Hill Origins erzählt quasi die Geschichte von Truckfahrer, den man auch wiederum in Silent Hill 4 trifft. Das ist eigentlich, wie gesagt, Story-Inhalte sehr miteinander verwoben. Und man spielt diesen Trucker, er ist gerade auf dem Weg auf seiner Tour und bleibt kurz dann stehen, weil er merkt, okay, irgendwas zieht ihn an. Er geht aus seinem Truck raus, läuft dann Richtung Silent Hill, dort ist ein Haus, was dann in Flammen steht und er geht dort rein, um ein kleines Mädchen zu retten, was die Manifestation dieses bösen Kindes ist aus dem Silent Hill Film. Okay. Und nämlich der wie heißt der jetzt nochmal? Alessa, genau. So, Alessa. Und das gibt nochmal so einen kleinen Inhalt, wie es jetzt eigentlich so zu Silent Hill gekommen ist, dass es so ist, wie es ist. Ne? Fand ich auch noch sehr schön gelöst. Und Shattered Memories ist quasi das inoffizielle, meines Erachtens nach, in meinen Augen, Remake vom ersten. Art, okay. Also vom ersten Silent Hill. Es spielt also auch wieder in Silent Hill mit Harry Mason, nur in einem etwas anderen Setting. Es ist für die GameCube programmiert worden, ist von der Steuerung her ein bisschen hakelig, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Und Silent Hill 3 ist halt so, dass man die Tochter spielt aus dem ersten Silent Hill. Und die ist quasi dann auch unterwegs in einem Kaufhaus am Anfang, muss dann zurück. Und dort passieren dann im Kaufhaus natürlich merkwürdige Dinge. Man merkt schon, Silent Hill greift um sich und sie wird von einer Frau verfolgt, beziehungsweise dann später auch noch von einem Detektiv, der etwas über ihre Vergangenheit herausfinden möchte und etwas darüber weiß. Geht Silent Hill 2 Revelation, Silent Hill Revelations Film, weist quasi auf den dritten Teil der Silent Hill Spielereihe hin. Dort kommen auch bekanntere Charaktere vor aus dem dritten Silent Hill Spiel. Okay. Der stimmt, den zweiten Film, den habe ich nie gesehen. Hat er was mit dem ersten überhaupt zu tun direkt, oder? Der hat mit Silent Hill 3 dem Spiel an sich. Ja, okay. Weil ja, Silent Hill 1 und 3 passen von der Story-Inhalt her sehr zueinander. Okay. Weil ich fand halt, beim ersten Film war ja sozusagen so ein offenes Ende eigentlich irgendwie. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es dann vielleicht nochmal weitergeht. Aber dann ist es wahrscheinlich was ganz anderes, oder? Ja. Also der zweite Film, wie gesagt, basiert so storytechnisch auf dem dritten Teil vom Spiel. Okay. Ist meines Erachtens nach nicht wirklich so gut gelungen, muss ich sagen. Also es ist sehr, naja, merkwürdig. Ich weiß es auch nicht. Also für mich als Fan der Spielereihe ein bisschen komischer Film. Ich hätte viele Dinge halt anders gemacht. Und dass er halt Pyramid Head irgendwie so als inoffiziell da wieder mit einbinden. So, ja, kann. Okay. Es wird gesagt, er sei Beschützer von ihr, was eigentlich nicht der Fall ist, aber das sind so Details. Das weiß man halt, wenn man die Spiele kennt. Okay. Ja, schaue ich mir vielleicht mal an. Ja, schöne Liste auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ich wollte noch kurz anmerken, Teil 4 und 5 sind wiederum für die neue Kanzler. Silent Hill Homecoming ist Teil 4 und Silent Hill 5 in dem Fall ist Downpour. War für mich auch so der Abschluss der Serie, wo ich sagen muss, aber dass Downpour wiederum so eine
ähnliche Richtung eingeschlagen hatte wie Resident Evil 6. Ah, okay. Also es hat einiges richtig gemacht, aber nicht wirklich viel, sagen wir mal so. Das Setting war gut, aber das war es auch schon. Aber auch mehr Action dann praktisch. Ja, so gesehen, die Kämpfe waren ein bisschen mau und Silent Hill war nicht mehr so gruselig und beklemmend durch den Nebel, wie es halt in den ersten drei Teilen der Fall war. Okay. Ja, ich habe noch, also es geht nicht unbedingt, aber ich bin vorhin irgendwie darauf gekommen. Mhm. Kennst du Fahrenheit? Ja. Ich weiß nicht, das ist ja nicht wirklich Horror so, also es ist ja ein ziemlich strange Spiel. Ich weiß nicht, hast du es durchgespielt? Mhm. Also ich fand halt auch, das war ja irgendwie so ziemlich abgedreht mit irgendwie, du hast ja da irgendwie einen Mord begangen praktisch, warum auch immer. Ja. In so einem Diner ist es ja auch, deswegen ist mir das eingefallen, wo du auch vorhin Diner wieder gesagt hattest. Okay. Und du fängst halt irgendwie an und dann musst du halt es so versuchen zu vertuschen und das ist ja auch das Geile daran, finde ich einfach, du hast dann praktisch ja mehrere Kameraeinstellungen gleichzeitig und die Zeit läuft halt überall gleichzeitig. Das heißt, du musst halt bestimmte Sachen machen und siehst halt, wie der Polizist reingeht und geht so in deine Richtung, der wird ja kurz aufgehalten wieder, weil die ihn einen anquatscht und sowas. Und das Spiel fand ich eigentlich richtig cool, bis halt dieser komische Plot-Twist kam und dann irgendwie alles übelst abgespaced war und du da irgendwie am Ende nur noch durch die Stadt geflogen bist, dich mit irgendwelchen Aliens geprügelt hast und so. Also, weiß nicht. Aber das fand ich vom Setting her, fand ich es am Anfang echt schon so ein bisschen, ich will nicht sagen horrormäßig, aber eben dieses Suspense. Also es war halt schon sehr, sehr atmosphärisch so. Ja, das Spiel fand ich unter anderem auch sehr cool, weil das halt auch sehr vielschichtige Charaktere hatte. Also, wie ist er, Michael oder so? Der keine Ahnung. Protagonist, ich weiß gar nicht. Und die Polizistin, die fand ich relativ scharf, die war geil gemacht, modelliert. wenn so ein Unterwäsche am Anfang da rumläuft in ihrem Haus. Aber ja, es gab eine Szene, die weiß ich noch ganz genau, da bist du gerade in deiner Wohnung. Und da kommt ein Polizist rein, glaube ich, der klopft dann da, oder so, Das Zeitlimit, ne? Und dann wird er auch nervös und man muss sich dann irgendwelche Antworten überlegen, oh Gott, was mache ich jetzt schnell, ich muss mich umziehen, blablabla, ne? Ja. Alles Beweise verstecken, ich glaube, das Hemd war das mit dem Blut. Ja, und genau. Boah, das Spiel hat extrem viel Nervenkitzel, das fand ich geil. Ja. Hat aber dieser, viel Stress gemacht. Aber dieser Twist dann irgendwann, dass irgendwelche Aliens da waren, das habe ich nicht. Aliens war Blödsinn. Das war so ein Scheiß, das ganze Ende, die ganze zweite Hälfte von dem Spiel war praktisch einfach nur noch Rotz. Und das hat so stark angefangen, vor allem es waren ja auch so dann irgendwie übelst viele Quicktime-Events auf einmal so dabei, was am Anfang irgendwie gar nicht so war, also halt so ein paar kleine. Ja. Aber das hatte echt Potenzial, aber irgendwie hat das dann sehr strange Wege eingeschlagen, die ich von vornherein nicht so irgendwie erwartet hatte. War ein bisschen schade eigentlich so. Kennt jemand von euch Obscure? Ja. Schon gespielt, oder? Es hatte, also das spielt ja im Prinzip in einer, was war's, Highschool oder Uni? Uni, ja. Ja, und da gehen merkwürdige Dinge vor sich und irgendeine komische Pflanze oder so war das doch, die da rumwächst und wuchert. Das hatte ja sogar einen Koop-Modus. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf der PlayStation gespielt hat oder auf dem PC gespielt hatte. Ich habe es mir jetzt vor kurzem erst wieder geholt für Steam. Obscure 1 und 2 war irgendwie im Sale. Ja, auf dem PC hat es damals, als es frisch draußen war, leider ein Bug, deswegen ist es dann komplett abgestorben, weil das an einer Stelle immer wieder komplett gefreezed ist, da konntest du nicht weitermachen. Das war bis dahin aber ziemlich krass, muss ich sagen. Für mich zumindest von der Umsetzung her eigentlich krass gemacht, weil durch diese Blume, da hat sich ja mal irgendwas verändert, die Wände wurden schwarz und war zumindest von, es fing auch so ganz ruhig an, von wegen, ja, du rennst so durch das Wohnheim sozusagen, da eine Tür, da läuft Musik, da machen sie Party und irgendwann alles weg. Das war schon ziemlich heftig. Also zumindest für damalige Verhältnisse echt cool umgesetzt, auch von der Idee her. Ja, definitiv. Also storytechnisch war das Spiel einwandfrei Bonanza. Nur halt, nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, ich bin leider noch nicht so weit gekommen. Ja, apropos weit gekommen, wir haben schon wieder anderthalb Stunden, glaube ich, überschritten. Wenn ich das richtig sehe, wir sind oder? Bei 1 3/4 in etwa. Ich würde mal sagen, dann kommen wir vielleicht mal langsam zum Ende. Ich weiß nicht, könnt ihr noch eine Serien- oder Filmtipp vielleicht so zum Thema Halloween abgeben? Ich kann was sagen, was man nicht gucken muss, was als Horror gilt, wenn die Gondeln Trauer tragen. Gilt als Horrorfilm, als Klassiker, schaut es euch nie an. Ultra langweilig. Was? Wenn die Gondeln Trauer tragen. Wenn die Gondeln Trauer tragen. Der ist mit Donald Sutherland. Der gilt als, also der wurde auf einer Must-See-Horrorfilm-Liste gewertet. Quatsch. Totaler Quatsch. Also ich muss ja sagen, einer meiner Lieblings-Horror-Filme.
extrem viel damals geguckt habe, weil ich ihn einfach so cool fand, ist, glaube ich, echt Scream, also der erste. Den fand ich irgendwie cool. So vom Setting her und von der Art und Weise her so. Also den ersten fand ich noch verdammt geil. Ich habe mal wieder Bock auf diese Teenie-Horrorfilme, ja. Also erzählt für mich dazu irgendwo. Oder zum Beispiel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Habe ich jetzt kürzlich in der Werbung irgendwo gesehen, dachte ich, eigentlich müsstest du mal wieder reinschauen. Einfach mal nochmal angucken. Nee, bei Scream fand ich es einfach so geil, dass du halt denkst, es ist ein so ein Killer und am Ende waren es halt so zwei und dann einer von dem, der sich dann halt eigentlich schon so reingewaschen hatte. So. Jetzt hast du mir das verraten. Ich dachte, du kennst. Ja, der ist jetzt so ein Hammer. Also wenn der jetzt nicht gesehen hat. Nee, ja, das fand ich einfach. Das war einfach cool, fand ich so. Von damals so VHS-Zeit, weiß ich noch. Den habe ich auf VHS noch gehabt. Also schon ein paar Tage her. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Aber das ist schon uralt, das Ding. Aber so danach hat es halt steil abgebaut. 1999 oder sowas. Welcher ist jetzt nochmal? Ist es doch irgendwann einer nochmal wieder ins Kino gekommen? Jetzt Scream irgendwas? 5 oder was war das? Nee, die Serie gab's jetzt. Nee, also es gab Scream 4. Der war doch irgendwie, spielte deutlich später mit der Jungschen. Der war auch total... Der war so bescheuert, der Film. Ich habe echt nur im Kino gesessen, ja. Ey, das war einfach eine Komödie irgendwie. Und ich habe mir immer nur gedacht, Gott sei Dank ist die Alte jetzt tot. Ich war einfach nur für den Killer und habe gedacht, bitte, beeil dich, die Alte muss auch weg. Sieh zu, mach was. Der war so bescheuert irgendwie, der Film. Also ja, mit Emma Roberts, genau. Das ist krass. Also Teil 1 war gut, Teil 2 war auch noch okay. Teil 3 kann ich mich schon gar nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe den nur wegen Emma Roberts geschaut. Könnte sein. Nee, der war aber tatsächlich echt dämlich. Ja. Also, wir hatten es ja vorhin kurz mal angesprochen. Ich hatte jetzt den neuen S gesehen, als er draußen war. Oh ja, Ich bin ja stark traumatisiert vom ersten Teil. Schönen Dank an meine älteste Schwester, die der Meinung war, ich müsse den mit unter 10 Jahren sehen. War eine super Sache. Und ich muss ehrlich sagen, also geil ist ja Tim Curry als Pennywise und dann, wenn man es kennt, Tim Curry als Dr. Frankenfurter. Mhm. Einerseits Clown, andererseits Strapse. Geil. dann nimmt man den auch schon nicht mehr ernst. Ich fand aber den zweiten Teil, ich fand ihn gut, muss ich ehrlich sagen. Der wurde natürlich immens gehypt. Der neue jetzt meinst du, oder was? Ja, genau. Nicht zweiter, der neue, Entschuldigung. Dementsprechend skeptisch war ich und ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich eigentlich für mein Empfinden eine ziemlich coole Umsetzung schaffen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da freue ich mich auch drauf. Den werde ich mir auch noch mal irgendwann gönnen, wenn er auf Blu-ray rauskommt. Ich bin ja nicht mehr so der Kinogänger, weil das geht mir ein bisschen auf den Sack, auch mit den Preisen und so. Von daher warte ich jetzt immer auf die Blu-ray-Release. Wir haben bei mir in Dresden ein schönes Kino. Das ist das ehemalige Rundkino mit Sachsens größter Leinwand. Das Ding ist geil. Wenn du dort reingehst, das erschlägt dich also förmlich. Das ist großartig. Deswegen mag ich es. Also meine Freundin und ich, wir gehen sehr gerne ins Kino inzwischen wieder. Ja. Es gibt einfach Filme, klar, jeder macht sich so sein kleines Heimkino, man kann es ja bei mir ein bisschen im Hintergrund erkennen, aber es gibt einfach Filme, die kommen im Kino einfach geil rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Ding ist bei mir halt, ich gucke alle Filme im Englischen, ja, so, weil das ist für mich ein Original so. Ja, und hier ist das Problem, ich sag mal, ich habe ja jetzt lange Zeit in der Schweiz gelebt, und da ist halt viel mehr verbreitet, dass du auch Filme im vernünftigen Kino in 3D und in Englisch gucken kannst. Das gibt es ja einfach nicht, wo ich wohne. Also zumindest die OV-Filme kommen erst um 11. Hier wird das nicht kommen. Es gibt ein Kino, das zeigt das so zwischendurch, aber das sind so ganz komische Randzeiten irgendwie. Muss ich einfach nicht. Und wie gesagt, wo ich die Preise ja auch gesehen habe, so, das ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe halt bei mir auch wirklich den Vorteil, also ich habe, glaube ich, weiß nicht, wie groß meine Leinwand jetzt ist, was ich habe. Ich habe halt eine freie Wand sozusagen, ich habe halt einen Beamer und so. Also von daher ist das so schon mehr halt Richtung Heimkino eigentlich so. Von daher habe ich mir gesagt, spare ich mir das Ganze und gucke halt zu Hause. Und Sascha, ein Film von dir noch. Hau noch was raus. Ein Film, ja. Oder Serie, was auch immer. Ja, ich kann mal eine Serie und einen Film nennen. Also eine Filmreihe, die ich halt immer wieder gucke, zu Halloween, ist halt die Alien-Trilogie. Okay. Ist für mich jetzt auch dieser Deep Space Horror, was ich halt auch immer noch feiere und feiern werde, jahrzehntelang wahrscheinlich noch, bis ich in die Rente gehe. Und aber sind auch wirklich sehr gute Filme, also. Ja, also, Ridley Scott ist einfach ein begnadeter Regisseur, kann man sagen, was hat eine der besten Film-Franchises geschaffen, die existieren. Alien, Terminator. Er könnte es trotzdem mal abgeben, vielleicht und jemand anders dran lassen, so Neil Blomkamp und so. Aber okay, anderes Thema. Blomkamp.
Ja, der wollte doch Dings Alien 5 machen. Der hat doch Konzeptdinger hingelegt und so. Sah ziemlich geil aus. Ja, das stimmt, ja. So, und wieder, der Typ hat einfach nur Pech. Auch mit dem Halo-Film und sowas. Na egal. Ja, eine Serie könnte ich echt nur empfehlen, American Horror Story. Das ist eine der besten Serien, die ich jetzt aktuell feiere Ja, im Bereich stimmt. Horror und Grusel. Also diese Serie ist einfach komplett durchweg abgefuckt und total Ich mindfuckt. Durchweg. dachte ehrlich, sei gruseliger. Ich hatte es gesehen und ich dachte, also die erste Staffel fand ich ziemlich geil. Die zweite fand ich nicht ganz so schlimm. Also ich dachte, das knallt noch mehr. Also das ist, ich dachte wirklich, da ist mehr Horror. Nach der zweiten war ich dann leider ein bisschen abgestorben, deswegen habe ich noch einiges nachzuholen. Ich will es auf jeden Fall noch sehen, weil ich fand es eigentlich sehr interessant. Von der ganzen Sache her schon ziemlich cool. Sind das ist das eine zusammenhängende Story? Nicht einzelne Geschichte. Innerhalb einer Staffel, aber nicht staffelübergreifend. Ah, okay. Also in der Staffel hast du schon was mehr oder minder Zusammenhängendes eigentlich? Na doch, eigentlich schon. Also zumindest die ersten beiden, Ja. dafür kann ich reden. Ja. Also in den Staffeln selber ist schon richtig. Es gibt auch gewisse Personen. Zum Beispiel eine Person, die in der ersten Staffel American Horror Story vorkommt, kommt auch in der vierten vor. Es gibt gewisse Storystränge, die ein bisschen was miteinander zu tun haben. Aber an sich kannst du zum Beispiel auch mit der zweiten Staffel starten, egal. Ah, okay. Die haben halt immer wieder die gleichen Schauspieler gecastet, Ja. überwiegend, und packen die nur in ein anderes Setting rein. Und die spielen ihre Rollen halt so gut. Okay. Oh, Hammer. Also es gibt wiederum gewisse Inhalte, wie zum Beispiel das Ende und die Auflösung der zweiten Staffel mit Außerirdischen, dachte ich mir so, hä, okay, das ist jetzt ein Okay. bisschen, naja. Aber von Staffel zu Staffel haben sich natürlich dementsprechend weiterentwickelt. Die fünfte Staffel mit dem Was, Hotel, fünf Staffeln gibt's schon davon? jetzt sieben. Oh. Die siebte läuft gerade an. Okay. Ich sehe es halt immer auf Netflix, nur wieder in meiner Liste ist es immer auch drin, von daher. Ja, Cult ist die aktuelle Staffel, die läuft, habe ich bisher aber leider noch nicht gesehen. Okay. Ist aber aktuell auch ziemlich gehypt worden und auf jeden Fall gute Views aktuell. Ja, Serien ist sowieso noch so ein Ding. Ich habe noch so viele Serien vor mir, die ich gucken muss. Ja, Und ich glaube, Stranger damit. Things erstmal. Hä? Stranger Things erstmal. Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Abschlusswort, weil damit werde ich jetzt anfangen. Ich werde nämlich jetzt Stranger Things 2 anfangen, beziehungsweise habe ich gestern schon die erste Folge geguckt und werde damit jetzt weitermachen. Ich schätze mal, zwei, drei Folgen werden heute auf jeden Fall noch durchgehen, je nachdem, wie packend das Ganze wieder ist. Ich gehe aber davon aus, weil, wie gesagt, die erste Staffel hat mich schon echt ziemlich in den Bann genommen. Ich habe die in 2 Tagen halt komplett durchgeschaut, die 10 Stunden mal auf die Schnelle. Und ich freue mich echt drauf. Also, es ist halt auch dieses 80er-Jahres-Setting mit der Musik und alles drum und dran, das ist einfach so geil. Und es passt einfach so gut zusammen, irgendwie alles auch mit dieser CIA und diese komischen Dings, diese Experimente mit Kindern und die Russen greifen an und was weiß ich. Allein der Typ, dieser komische Reporter, der jetzt in der zweiten Staffel dabei ist, dann sagt, ja, das Russenkind und so, also halt diese Ja. L. So witzig. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf. Da werde ich jetzt gleich mit weitermachen. Und ja, ich würde sagen, wahrscheinlich der nächste Podcast wieder live am Mittwoch. Das Ganze hier, also ich würde es morgen hochladen, also wahrscheinlich dann morgen auf meinem Kanal, auf iTunes und auf SoundCloud. Links findet ihr alle eigentlich unten und in der Videobeschreibung dann auf YouTube. Und natürlich bei den Jungs auch wieder. Kanäle stehen auch alle. Ich muss mal eure Kanäle dann irgendwie nochmal unten hier vielleicht auf Twitch auch verlinken. Also auf YouTube sind sie auf jeden Fall alle unten drunter. Weil einblenden ist immer so ein bisschen schwierig, glaube ich, damit. Aber dann würde ich sagen, an der Stelle dann noch einen schönen Sonntagabend. Danke an euch natürlich wieder, dass ihr wieder mit dabei wart. Gerne doch. Ebenso. Und dann sehen Ja. wir uns spätestens Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer. Wir werden es ankündigen. Macht's gut also an der Stelle. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.